Heute spielen wir wieder Dungeons & Dragons mit großartigen Gästen und das Video enthält dank der Community auf patreon.com, die uns unterstützt und dafür exklusive Inhalte erhält, keine Werbeeinblendungen. Mord findet das großartig und möchte in seiner Instanz als fliegender Schädel euch auch freundlich darum bitten, vielleicht ein Like dazulassen, einen Kommentar oder den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir spielen heute anlässlich der Veröffentlichung der deutschen Version von Van Richtens Ratgeber zu Ravenloft in D&D mit Horror rein. Und mit dabei ist unter anderem die Banane Pig von Orkig im Geschmack. Oder Nein. Orkig im Geschmack, ich bin mir nicht sicher. Ist je nachdem, Orkig, wo man ist. Orkig, ja, Orkig, je nachdem. Hauptsache Ork im Abgang. Ja, hier oben würde man wohl Orkig sagen. So oder so. Du hast dich entschieden für eine Bardin. Ich hatte vorher gesagt, fühlt euch frei, einfach Dinge aus dem Ravenloft-Ratgeber zu benutzen, weil da ja auch für Charaktere verschiedene neue Optionen drin sind. Du hast einfach mal voll zugegriffen. Ja. Alles genommen. Mir wurde gesagt, ich soll da was rausnehmen und ich habe alles mitgenommen, was ich nehmen konnte. Wer ist denn Jana? Also wir sehen, sie ist wiedergeborene Bardin. Was heißt das? Wiedergeburt ist nicht so hübsch. Und nee, ist nicht so geil. Sagen wir so, sie ist als junge Frau verstorben. Man sieht an einer Narbe, die vom rechten Ohr quer über den Hals geht, sieht man auch sehr deutlich, woran sie wohl irgendwann verstorben ist. Erinnerung ein bisschen schwammig und ist irgendwann unter mysteriösen Umständen wieder aufgewacht und kann seitdem mit Geistern sprechen. Das unter anderem mit ihrem besten Freund Jimmy, der in Form eines Schädels dabei ist, mit dem sie auch regelmäßig auftritt als Bauchrednerin. Beziehungsweise, können andere Leute auch Jimmy hören? Ja, natürlich, sonst würde ich ja nicht mit ihm auftreten. Da bist du gar nicht wirklich Bauchrednerin. Das weiß ja aber keiner. Das ist bemerkenswert. Gut, finde ich immerhin ein guter Bühnentrick, für den du wenig tun musst, außer Jimmy überreden mitzunehmen. Das ist Jana, die wiedergeborene Bardin, die mit Geistern spricht. Ben hat sich entschieden für eine Person mit einem Fun im Namen, weil warum auch nicht? Und gleichzeitig auch noch Dampier. Ja. Richtig. Genau, ich bin eine Dampirin, auch ich durfte aus den Vollen greifen und habe, ich glaube, zumindest die Lineage, wie heißt es auf Deutsch, bei Ravenloft? Lineage, die Abstammung. Die Abstammung, genau, die Abstammung, also auch eine untote, halbuntote, eine Halbvampirin, weil ich dann ein wunderbares Vorbild in Strixhaven habe, habe ich gedacht, ach, da mache ich auch eine Dampirin. Dampire sind cool. Und dafür aber eine sehr einfache Kämpferin. Und Lucille van Ritten ist der nicht so erfolgreichen Jägerfamilie der van Grittens Teil davon. Denn der alte Arthur van Gritten hat hauptsächlich Töchter, eigentlich nur Töchter, sehr viele Töchter. Und das ist ihm nicht so genehm gewesen. Und deshalb hat er die auch nie losgeschickt, wie zum Beispiel die großen Van Richtens oder die Van Guldens oder die Van Stritters, ja, wie sie alle heißen. Was? Ich weiß es nicht. Moment, das sind keine Monsterjäger, der Phönix ist gewusst. Ah, okay. Da, ja, und genau dieser Umstand, dass Lucille eben durch einen Biss und einen Fluch nicht komplett, aber zum Teil auch nicht, auch Monster wurde, hat sie dann ein bisschen über das Menschliche hinausgebracht und hat sie gesagt, sie wird jetzt auch mal den Namen Van Gritten in die Bücher der großen Monsterjäger schreiben und ihre große schwere Armbrust gepackt und ist losgezogen durch die Dunkelheit von Ravenloft. Monster töten. Yes. Und zu guter Letzt spielt der Erik mit als Derwin. Halbelfenbade klingt jetzt erstmal so harmlos und normal. Es klingt auch erstmal harmlos und normal. Ich habe mich auch ein bisschen bedient aus dem Buch, aber hauptsächlich, was meinen Hintergrund angeht und so. Wo der gute Derwin alles schon so unterwegs war und gewesen ist, hat sehr interessante Hintergründe, der Ratgeber. Und ich sag mal, mit Traumwelten kenne ich mich ein bisschen aus, weil manchmal, wenn man aus solchen Traumwelten eher so unfreiwillig ausgespuckt wird, behält man da ein paar Sachen zurück. Und kann dann plötzlich irgendwelche Dinge. Okay. Gut. Wir lassen uns davon überraschen, was die Dinge sind und was genau mit euch passiert und ob das mit den Traumwelten vielleicht noch hilfreich werden kann.
Aber so oder so steigen wir ein damit, dass Jana, Lucille und Derwin durchaus auch schon gemeinsam unterwegs waren und sich ein bisschen einen Ruf aufgebaut haben. Vielleicht ist der Name van Gritten noch nicht in die Geschichtsbücher eingegangen, aber ihr seid auf dem Weg dorthin und habt schon ein paar Begegnungen mit Monstern überstanden. Eine Flut von schlurfenden Untoten, die eine bäuerliche Gegend überrannt haben, die es was mit sehr viel Abbrennen von persönlichem Gut schließlich besiegt wurde. Ein seltsames Sporenwesen, dessen Einfluss ihr erledigt habt, wo leider vielleicht auch ein paar Leute zu Tode gekommen sind, die zu sehr von ihm schon unterwandert waren. Aber aus diesem Grund hat sich jemand an euch gewandt, eine Person namens Luan Gai, die gesagt hat, dass sie jemanden sucht, der in der Lage ist, mit Monstern nicht nur zu kämpfen, sondern vielleicht auch ein bisschen geschickter vorzugehen. Denn es geht nicht darum, etwas zu erschlagen, sondern etwas zu holen. Und zu diesem Zwecke trefft ihr euch an einer Kreuzung, wo eine sehr kleine und heruntergekommene Taverne errichtet ist, die keinen Namen trägt und nur ein paar sehr unterschiedliche und schiefe Tische aufgebaut hat und mit einer Person hinter der Theke versehen ist, die tief verschleiert mit sehr langen Fingern in schwarzen Handschuhen die Getränke abfüllt und rührt. Und eine einzelne Person sitzt dort, menschlich, weiblich würdet ihr sagen, sehr elegant gekleidet in einer grünen Tunika, die mit goldener Stickerei verziert ist, die unterschiedliche Blumen zeigt und Schlangen, die sich dazwischen entlangwinden und das Haar sehr ordentlich hochgesteckt, keine einzige Strähne außer Ordnung, die vor sich mehrere beschriebene Schriftrollen liegen hat und erwartungsvoll aufsieht, als ihr euch in dem schiefen, im Wind kaum gerade noch irgendwie stehenden Gebäude nähert. Ich nehme an, ihr seid die Leute, mit denen ich schon schriftlich in Kontakt stand. Oh, ja, das sind wir. Ja. Hervorragend. Mein Name ist, wie ihr, denke ich, schon wisst, Luan Gai. Und ich habe Leute wie euch gesucht, um meine Ahnen zu beschwichtigen. Oder besser, den Fluch, der durch seinen unglücklichen Tod auf meiner Familie liegt, zu heben. Und ich hoffe, dass ihr dazu in der Lage sein werdet. Dazu muss eine Grabbeigabe, die in seinem Grabmal liegt, von dort genommen und an einem besseren Ort niedergelegt werden. Wir haben den perfekten Ort für das Grab bestimmt, um diesen Fluch zu brechen. Das Problem ist nur, dass das Grab, wo er zunächst bestattet wurde, sehr schwer zugänglich ist, aufgrund der Tatsache, dass die Stadt, in der sich dieser Friedhof befand, verschwunden ist und gänzlich vom Antlitz aller Welten getilgt wurde. Günstig. Aller bekannter Welten. Allerdings gibt es immer mal wieder Berichte davon, dass diese Stadt in den Nebeln gesichtet worden sei und durch Einsatz von Macht und auch nicht geringer Mengen an Gold haben wir einen Wegweiser dorthin ausfindig machen können. Sie greift in ihren Kragen und zieht eine Goldkette hervor, hebt die über ihren Kopf und legt einen kleinen Jadeanhänger in Form einer Echse, eines Drachen, einer Schlange, schwer zu sagen, stark verziert mit Goldfiligran, das das Auge nochmal hervorhebt für euch. Wenn ihr diesen Glücksbringer bei euch tragt, werdet ihr den Weg zu dieser Stadt finden. Und auch wieder zurück in die reale Welt. Das Grab, das ihr sucht, ist das eines Lu Hung. Und allen Berichten, die wir haben nach, das Grab ist schon lange verschwunden, war es verziert mit Peonienblüten, Kranichen und Pfirsichen. Und diese Grabbeigabe ist ein... Oh, ein Ding. Nicht einfach ein Ding. Ein Ding. Ding, ein Nagel aus Jade. Ding. Man lernt nie aus. Alles gemerkt, Derwin? Ungefähr so groß
aus sehr edler grüner Jade mit einer Umwicklung aus goldenem Draht, wo Segenssprüche eingraviert sind. Handy. Wird nicht zu übersehen sein. Dann, dies ist ein perfekter Ort, um in den Nebel zu wechseln, wurde mir gesagt. Sie schaut etwas nervös zu der Gestalt hinter der Theke, die jetzt den Kopf hebt, glaubt ihr dadurch, wie die Schleier sich bewegen und dann gravitätisch langsam nickt. Und als diese Gestalt die Hand hebt, zieht tatsächlich innerhalb von weniger Sekunden ein dichter grauer Nebel rings um die kleine Taverne auf. Sollte jemand den Jade-Anhänger nehmen? Okay, ich nehme ihn. Sie würde ihn entgegennehmen. Gut. Als du ihn hebst, bewegt er sich so ein kleines bisschen. Der Trick eines Pendlers auf dem Jahrmarkt oder jemand, der jemand anders hypnotisieren will. Guck mal, es bewegt sich. Hübsch. Oder? Ja, ja. Der steht mir ganz hervorragend. Steht dir tatsächlich. Danke. Ich hoffe, er wirkt auch und ist nicht nur Schamuck. Gut, ein Ding. Das bringen wir hierher oder direkt zu dem Ort, an dem es dann, also den Nagel meine ich, bringen wir ihn direkt zu dem neuen Grab dann? Oder zu euch? Zu mir. Zu euch zurück. Die Bestattungsriten sind sehr komplex. Mhm. Selbstverständlich. Habt ihr noch Fragen? Jimmy, hast du noch Fragen? Oh, entschuldige. Nein, von unserer Seite nichts. Falls du hast überhaupt nicht gewartet, bis ich irgendwas zu sagen habe. Du bist auch einfach viel zu langsam. Nein, alles gut. Gut. Sofort! Erschallt es aus der Tasche von Jana. Okay, los geht's. Ich wollte eigentlich nur einen Witz machen mit einer langsamen Reaktionszeit, murmelt es. Das wird begleitet von so einem leichten Klack, 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 die ganze Zeit. Jimmy. Mögen der Himmel und die Unsterblichen auf eurer Seite sein und euch sicher zurück zu mir geleiten. Klingt gut. Dem Nebel könnte etwas unangenehm werden. Ich sag's nur schon mal. Ach, das wird schon. Und ich würde vorgehen mit dem kleinen Pendel. Der Nebel schließt sich sofort um euch, sodass eure Sichtweite weniger als 5 Schritt beträgt. Ihr könnt die anderen als leicht, ja, wie hinter einem grauen Schleier liegende Gestalten sehen. Jimmy macht leise, kalt in den Knochen. Aber der kleine Anhänger leuchtet in einem sanften Grün auf und zieht sacht in eine Richtung. Okay, Leute, hier lang. Unter euren Füßen ist ein Pfad, der zunächst mit Kieseln gestreut ist oder mit Dreck. Und dann, nachdem ihr eine Weile gegangen seid, sich langsam wandelt in eine Straße, die aus behauenen, glatten Steinen besteht, die sehr sauber ineinander gefügt sind. Hin und wieder taucht im Nebel rechts und links von euch eine einzelne Statue auf von einer Person in langer Robe, die eine Schriftrolle hält. Oder ein Schwert vor sich mit beiden Händen gepackt hat. Oder ein Kamel, zu eurer Überraschung, schwer beladen mit irgendwelchen Waren. Dann ein Baum, alles aus Stein gehauen. Bis vor euch im Nebel ist eine plötzliche, schwebende und wellenartige Bewegung gibt, die den Nebel ebenfalls in Bewegung versetzt, sodass er euch in leichten Wellen um das Gesicht gleitet, feucht und klamm. Das machen wir. Von Krallen, die über Stein kratzen, erklingt. Ich mache mal die Armbrust bereit und halte sie gespannt auf Anschlag, während ich Jana, du gehst vorne mit dem Pendel. Ja, dann folge. Er hat zwischendurch mal so einen Blick zurück. Ist die Straße da noch da? Das kannst du schwer sagen. Du siehst ja nicht weiter als 5 Meter. Okay. Diese 5 Schritte ist die Straße noch da, tatsächlich. Aber dann, als du dich umschaust, siehst du wie ein etwas, was entweder ein sehr seltsamer Baumwurzel ist, ist ein großer, seltsam gewachsener Finger mit einer langen Klaue am Ende, sich von unten aus dem Nichts langsam über diese Straße legt. Und dann folgt ein zweiter und ein dritter, sodass, als würde sich irgendjemand von unten mit ungefähr 1 Schritt oder 2 Schritt langen Fingern
an dieser Straße festhalten, die im Nichts schwebt? Immer wieder erfrischend, nicht wahr? Dieses Tor, sagt eine Stimme von überall um euch herum, aber gleichzeitig auch vage rechts voraus, ist verschlossen. Und wie kriegen wir es auf? Seid ihr, die Stimme wandert ein bisschen rechts von euch durch den Nebel, hilfreiche kleine Geister oder seid ihr nur Ratten, die umherhuschen auf der Suche nach einem eigenen Vorteil? Kann man mit euch einen Handel eingehen? Also ich würde schon sagen, dass ich ziemlich hilfreich bin. Wir sind sogar bereits in einem Handel, um helfen zu können. Ich würde euch das Tor öffnen und euch Werkzeug geben. So wird denn in, das mag ein Jahr sein oder 100, in gewisser Zeit für mich einen Dienst erweist. Ich denke, das ist kein Problem. Bezeichnet und die vermutlich. Kommt mit auf die Liste der Dienste, die wir sowieso schon abgeben müssen. Also ja, ihr habt das Wort von uns. Sehr gut. Für einen Moment nähert sich im Nebel der dunkle Umriss von einem Schädel. Ihr könnt nur vage zwei recht große Augen ausmachen, die ziemlich hoch und seitlich sitzen. Ein Geweih, das darüber asymmetrisch sich nach hinten schwingt. Und zwei schlangengleich sich in der Luft bewegenden, undulierende Fühler oder Barteln oder so etwas, die neben einem Maul voller Zähne schweben. Gut, haucht das Ding in den Nebel. Und dann kratzen Krallen über Steinen. Ein gigantischer schwarzer Körper windet sich wie ein zappelnder Fisch vor euch durch den Nebel und ist dann weg. Die Finger hinter euch haben sich ebenfalls von der Straßenoberfläche gelöst. Ihr könnt Torflügel vor euch ausmachen. Zeigt das Pendel zu den Torflügeln? Ja. Jetzt nicht mehr in Zucken, sondern indem es tatsächlich leise in die Richtung schwebt, mit einem kontinuierlichen leisen Zug an der Kette. Okay. Behutsam schritt es weiter. Ja. Seltsam ist es im Leben zu wandern. Leben ist einsam sein. Keiner kennt den anderen. Jeder ist allein. Ich hoffe, ihr habt keine große Verbindung zu dem Begriff von Richtung. Wir folgen dem Jade. Das Tor ist so hoch wie 5 Personen übereinander, aus dunklem Holz und mit schweren Bronzeverzierungen beschlagen, die Vögel und Echsen zeigen und mit sehr, sehr großen Ringen, die daran hängen, die entweder zum Ziehen oder zum daran Pochen gedacht sind. Ganz sicher seid ihr da nicht. Ich klopf mal. Ja, bitte. Es gibt ein Dunk, Tuck, Tuck. Und beim dritten Mal, als du das zurückfallen lässt, bewegt sich tatsächlich der Torflügel für ein paar Finger breit. Mühelos. Das muss irgendwo mit Gegengewichten perfekt austariert sein, dass es so sauber sich auf seinen Aufhängungen bewegt. Oder es ist magisch. Eins von beiden. Ich würde die Tür aufmachen wollen. Und siehst dahin. Richtig schön mit beiden Händen. Mit beiden Händen, du stößt sie auf, Nebelwald vor deinen Füßen in eine Stadt, die in einem grauen Zwielicht früher Abendstunden daliegt. Die Straße führt weiter, aber sehr viel schmaler, als du erwartet hast nach so einem prächtigen Tor. Und rechts und links erheben sich hölzerne Bauwerke mit Türen und Fenstern, die aus zu Rechtecken zusammengefügten Latten bestehen, deren Zwischenräume mit Pergament oder einem ähnlichen Material ausgefüllt sind. Alles wirkt irgendwie ein bisschen feucht, würdest du sagen, und leicht gammelig. Oh, das wird überhaupt nicht gut für meine Haare sein. Okay, tretet ein. Ja, müssen wir wohl. Rechts und links geht die Mauer weiter.
ähnlich hoch wie das Tor und zieht sich entlang und ihr verliert es aus der Sicht, weil auch gegen die Mauer gelehnt diese hölzernen, etwas schiefen, bis zu 4 oder 5 Stockwerke hohen Häuser stehen. Abgesehen von euch sind die Straßen leer und es ist vollkommen still. Beeindruckende Bauweise. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Der? Jana? Nein. Hm. Gewissermaßen? Ja? War nicht wirklich wach, würde ich sagen. Oh. Oh, das wieder. Und könnt ihr euch erinnern an einen solchen Ort und was ihr dort getan habt? Das Ähnliche, was wir gerade machen. Laufen durch Straßen, die alle gleich und doch anders aussehen. Ja. Wir müssen einen Friedhof finden. Mhm. Wir haben ja zum Glück einen Wegweiser. Immer der Jade nach. Während ihr euch umseht, die Jade gibt immer noch ein sanftes grünes Leuchten von sich, aber zieht jetzt nicht mehr in irgendeine Richtung. Die scheint ansonsten ihren Dienst getan haben. Nein. Gib mir doch mal einen Wurf auf eure Wahrnehmung. Ja, Perception. Ich habe es geschafft, mir keine Würfel hier hinzulegen. Also mache ich eine App auf. Ja. 17. 21. Wow. Ich habe auch sehr gut gewürfelt. Ja. 17, 21, Eric? 10. Dann bemerkt Lucille aus dem Augenwinkel, als sie sich bewegt, ist irgendwas seltsam ist. Ihr werft Schatten auf die Straße und auf die hölzernen Wände, aber irgendwas passt da nicht. Und Jana sieht, dass Lucilles Schatten sich etwas ruckhaft und immer etwas nach Lucille bewegt, so als würde er sich bemühen, ihre Bewegungen nachzuahmen und immer etwas zu spät den Hand hebt, mit der Armbrust in die andere Richtung herumruckt. Jimmy, hast du das gesehen? Ich sehe hier nichts in der Tasche, du dumme Kuh. Oh, sehr gut. Irgendwas ist halt in den Schatten. Und ich gucke mir meinen Schatten an. Dein Schatten sieht ganz normal aus und als du wieder hochschaust, siehst du, wie der Schatten von Lucille sich ins Profil dreht, damit du auch sehen kannst, was der Schatten macht. Und so. Ein Finger an die Lippen legt. Okay. Redest du mit uns oder mit deinem Schädel? Wieder noch. Faszinierender Ort. Ist beunruhigender, als ich mir erhofft hatte. Ja, das ist beunruhigender, als ich mir erhofft hatte, ja. Ich würde mir das Jade-Amulett tatsächlich einfach um den Hals machen und Jimmy vor mir mit in meinen beiden Händen halten und weitergehen. Ah, jetzt kann ich besser sehen. Schön, oder? Guck dir das an. Unglaublich, diese Architektur. Schon besser erhaltene Städte gesehen. Schon, aber schick ist es trotzdem. Wir hören Jimmy auch, oder? Ist nicht nur in ihrem Kopf. Ja, das ist ein Schädel, der leise. Wir haben auch schon besser erhaltene Schädel gesehen. Das hast du nicht gerade gesagt. Jimmy, hör nicht auf ihn, er meint das nicht. Sie meint das nicht so. Die kleinen glühenden Punkte, die Jimmys Augen sind, rollen zur Seite von seinen leeren Augenhöhlen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich noch mehr Zähne habe als die meisten Sterblichen im Schnitt. Das ist unbestreitbar. Gehen wir einem Weg oder folgst du einfach nur deinem Instinkt bzw. deinem Jimmy? Ich folge dem Weg durch der Straße, auf der wir gerade sind. Große Straße, verstehe. Ihr seid sofort an einer T-Kreuzung, sobald ihr an zwei Blöcken vorbeigegangen seid. Und die Straße rechts windet sich in die eine Richtung, die links in eine andere Richtung. Und ihr könnt schon direkt wieder weitere Kreuzungen sehen. Ein leiser Wind geht durch die Gassen und die Häuser knarzen und knirschen leise. Ich drehe mich zu den beiden um, ne? Rechts oder links? Und ich würde währenddessen auch auf den Schatten von Lucille schielen. Würde uns mal eine Übersicht verschaffen. Oder so. Gut. Ist was an mir? Nein. An dir nicht. Der Schatten. Das ist natürlich sehr auffällig, weil Lucille von sich aus sehr langsam Fahrbewegungen tatsächlich macht. Oder sehr bedachte auf jeden Fall. Also sie macht überhaupt keine hektischen Bewegungen. Deshalb ist diese Asynchronität mit dem Schatten wahrscheinlich für dich noch deutlicher zu sehen. Und genauso
bedacht geht sie jetzt auf eins der Häuser zu. Die sind ja recht hoch gebaut und würde mal mit einem Fuß testen, wie stabil so die tragenden Balken sind oder die größeren Balken. Ja, das Erdgeschoss. Einfach mal gegentreten, wie stabil das ist. Du trittst dagegen und das Haus gibt ein Ächzen von sich, aber nichts stürzt ein. Nur die Schiebetür daneben klappert leise. Okay. Und wenn sie klappert, siehst du dahinter irgendwas Helles? Wie als die Tür geht nicht ganz auf, während sie hin und her wackelt, weil sie gegen etwas stößt, eine Masse, die dahinter direkt sich befindet. Irgendwas ist im Haus, aber ich würde erstmal, wie gesagt, aufs Haus schauen, aber behaltet mal den Eingang im Auge. Und dann folgt der zweite Fuß und sie geht direkt an der Wand hoch, die Armbrust immer noch in der Hand. Mit deinem Spindengang. Exakt. Problemlos. Ich werde mich dann mal neben die Tür und versuche ein bisschen reinzuschieben inzwischen. Jetzt, gut, dann verpasst du tatsächlich, sonst hättest du die Chance gehabt, wie Lucilles Schatten mit wählenden Armen tänzelnd neben ihr her die Wand. Ich liebe sie. Bin jetzt schon Fan. Ich tänzel auch ein bisschen in denselben Rhythmus mit. Hin und her. Gut. Also, Derwin möchte die Tür ein bisschen öffnen. Ja, zumindest so, dass man reinschieben kann. Es ist eine Schiebetür. Du ruckst und was du siehst, ist das Holz, das komisch gewachsen ist? Oder hat da jemand Stoff gestapelt, bis sich etwas davon ganz leicht bewegt und du es als eine Schulter ausmachst und das andere, was darüber in einem seltsamen Winkel liegt, ist ein Kinn und darunter ein Handballen und dann wieder ein Knie. Menschen sind dicht auf dicht, auf dicht, 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 direkt hinter dieser Tür gestapelt, bewegen sich nicht, abgesehen vom Atmen und hinter wieder einem leisen Zucken eines einzelnen Zeigefingers, der irgendwo zwischen einem Ohr und einem Oberschenkel hervorragt. Sie sehen so aus, als würden sie schlafen? Oder? In irgendeiner Form von Bewusstlosigkeit liegen? Ja, sie leben, aber sie regen sich nicht. Natürlich. Okay. Sind hinter dieser Tür ein bisschen dicht, mehr zu schieben. Dicht auf dicht gepackt. Du schiebst die Tür langsam wieder zu mit einem leisen Klack. Lucille kommt oben auf dem Dach an. Dann würde ich mal den Blick schweifen lassen und schauen, ob ich irgendetwas finde, was für mich nach Totenacker aussieht oder nach Mausoleen oder nach Schreinen. Also etwas, was nicht nach normalen Gebäuden aussieht. Das Erste, was du siehst, ist ein Turm, der sich inmitten der Stadt erhebt. Und die Stadt selber ist eine wirre Struktur, die vielleicht irgendwann mal gedacht war als eine ordentliche Anlage, wie ein Mandala, wo man zum Zentrum schreitet und wieder hinaus, wie du es in manchen Tempeln schon mal gesehen hast, für Meditation. Aber irgendetwas ist dabei schiefgegangen. Dinge, die aufeinander stoßen sollten, sind um mehrere Schritte zueinander verschoben. Achsen passen nicht und die eigentlich die Mitte treffen sollten, liegen daneben. Und es bilden sich wirre Ecken, Spiralen und kaum beschreibbare Formen heraus aus den Häusern, die teilweise in Winkeln stehen, nur ein Eck sind, das irgendwo von Straßen abgeschnitten wird. Und im Zentrum davon, zumindest das ist genau angelegt, erhebt sich ein weißes Gebäude mit hohen Dächern und dahinter Bäume und ein Turm, der so hoch aufragt, dass er die ganze Stadt überragt und ihr ihn wahrscheinlich gesehen hättet, wenn es irgendeine Straße hier gäbe, die euch einen Blickwinkel darauf erlauben würde. Und ganz oben an der Spitze siehst du im letzten Licht der Abendsonne etwas golden schimmern. Und ansonsten, wenn du zu diesem Turm schaust, rechte Hand, eine freie Fläche. Links jenseits dieser Palast- und Turmanlage ein Hügel, der mit einzelnen winzigen Häuschen oder Mausoleen bestanden ist. Und Bäumen und Teichen. Und ansonsten Häuser, Häuser, Häuser. Dicht an dicht an dicht. Das ist eine große Stadt, oder? Wenn ich mich einmal so tatsächlich drehe, ist überall um mich herum schon Stadt. Also es ist schon ja kein Dorf mehr. Okay. Und es ist absolut still, bis auf
Schritte, die du jetzt auf einmal hörst und die nicht von deinen beiden Begleitern sind. Jemand, der irgendwo hier durch diese Straßen eilt. Tap, 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 Sohlen auf poliertem Stein. Geht Wind? Kaum. Mhm, okay. Nur ganz leicht. Ja. Okay, ich schaue mal, ob ich irgendwo das Tap, 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 das irgendwo in den Gassen unter mir höre ich ganz klar die Schritte, ja. Mhm. Weg oder zu uns hin? Grob in eure Richtung, aber dadurch aufgehalten, dass die Straßen sich so winden und in seltsamen Winkeln aufeinandertreffen. Dann mache ich mich wieder auf den direkten Abstieg, die Wand runter, zu den beiden. Merk mir ungefähr, wo der Turm ist und würde das erstmal anpeilen als Richtung. So, Jana, Derwin, ich habe mir das Ganze angeschaut. Eigentlich ganz hübsch, wenn es nicht so leer und zerfallen und verlassen wäre. Diesseits gibt es eine Art, Palast ist zu viel, aber eine Art Zentrum mit einem sehr auffälligen Turm. Und von da aus können wir uns links und rechtzeitig orientieren. Und ich vermute, eine der zwei Seiten beinhaltet auch unseren Friedhof, den Gesuchten. Und wir sind hier nicht allein. Nein, das sind wir nicht. Aber sagen wir, sie sind wenigstens nicht tot, die Bewohner dieser Stadt, vermutlich. Also, oh nein, sie laufen durch die Straßen. Ziemlich offensichtlich. Sie? Ja. Ich mache die Tür noch mal ein bisschen auf. Ja, jetzt seht ihr auch, also so Jana sowie Lucille, die aufeinander gestapelten, ruhenden Menschen. Ah, das meinte ich nicht. Und dann fällt euch auch auf, dass all diese Körper eingefallen sind, dass die Haut in trockenen Falten liegt. Einige haben wunde Stellen davon, dass sie offensichtlich schon lange mit der Stirn gegen die Tür gelehnt dort geschlafen haben. Die Münder sind eingefallen, die Lippen aufgerissen und trocken. Die Augen liegen tief in den Höhlen. Ungewöhnlich, die Stadt macht gar nicht den Eindruck, als ob es Platzprobleme gäbe und Wohnungsmangel. Und jetzt hört ihr alle tap, 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 da, tap, das meinte ich. In einer der parallelen Straßen. Das meinte ich. Gut, ja, das klang sehr viel aktiver. Schon, ja. Bewegen uns weiter? Ich würde sagen, ja. Jimmy, geh voran. Ich soll vorangehen? Nein, Jimmy. Ich. Achso. Jimmy geht voran. Ha, ha, ha. Wenn ihr möglicherweise von diesen Körpern, die da rumliegen und die offensichtlich nicht viel genutzt werden, einen für mich rausholen könntet später, und den Kopf Jimmy, abmachen, später, dann könnte Jimmy. Ich auch laufen. Wir kümmern uns noch um dich, keine Sorge. Und könnte er das wirklich, wenn wir ihn auf einen Körper setzen, würde er dann automatisch diesen Körper übernehmen? Mit der richtigen Magie ist alles möglich. Ja, ja, das ist natürlich... Automatisch ist vielleicht ein etwas herablassendes Wort für die aufwendigen Rituale und die geistige Stärke, die man dafür besitzen muss. Ja, und damit würden wir dich einen so ganz einfach samt Körper mitschleifen müssen, weil niemand dieses Ritual kann. Ganz genau. Glaub mir, Jimmy, das ist unangenehmer, als du denkst. So ein Körper. Deut in die Tür, mach die Tür wieder zu. Das tap, 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 tap wird lauter. Und wir warten, wer da kommt, oder wollen wir gehen? Warte, wir wollten gehen. Los, Jimmy, wo wollen wir hingehen? Rechts oder links? Rechts. Okay, rechts geht's. Ja, das passt ungefähr. Und du läufst quasi in jemanden hinein, der dir entgegengeeilt kommt. Was möchtest du tun? Einfach stehen bleiben, ihm Jimmy also, entgegenhalten, weil ausweichen? Weil ich merke, dass mir jemand entgegenkommt, würde ich ausweichen wollen. Aus dem Weg zappeln. Ja, dann gib mir doch mal... Ich würde sagen Athletik oder Akrobatik, je nachdem. Akrobatik würde mir sehr viel besser. Dann versuch's mal mit Akrobatik. Oh, das ist aber nicht so geil, das sind nur 11. Du tänzelst halb aus dem Weg und am Ende ist es Jimmy, der das in dein Gleichgewicht aus dem Selbigen bringt, sodass du die Hand ausstreckst, um dich zu stabilisieren, als die andere Person halb in dich hinein, halb an dir vorbei rennt. Und es gibt einen kurzen Moment, wo du spürst, dass du Kontakt zu etwas hast, das in ihm existiert, zu etwas Warmem und Nährendem. Und dann gibt es einen kurzen, kalten Schock, als hättest du deine Fingerspitzen in Eiswasser gesteckt. Und der dürre Mann, der in dich hineingelaufen ist, stößt einen schrillen Schrei aus und weicht von dir zurück. Presst die Hand an die Schulter, wo du ihn berührt hast. Oh, entschuldigen Sie bitte. Oh, das war nicht meine Absicht.
Das tat weh. Wirklich? Das wollte ich nicht, wirklich. Ich wollte ihn ausweichen. Ich wollte ihn nicht wehtun. Entschuldigen Sie bitte. Ihr seid gerade erst hergekommen. Und ihr wohnt hier? Ich bin Guobang. Ich lebe hier. Oh. Tatsächlich. Leben, das ist ein ungewünschtes Verb für diesen Ort. Bitte, er streckt die Hände aus, hält dann, aber zieht sie wieder zurück, als er den toten Schädel sieht mit seinen glühenden Augen und sich auch offensichtlich daran erinnert, dass es weh tat, Jan halt zu berühren. Bitte, was auch immer kommt, bitte helft mir nicht einzuschlafen. Oh. Nicht einschlafen, das könnten wir hinkriegen. Dann helfe ich euch auch hier zu überleben. Gut, wenn... Überleben klingt wieder nach so einem. Welche Gefahren sind denn kontraproduktiv dem Überleben entgegengestellt? Bald ist es dunkel, dann läutet die Glocke. Dann kommen die Baumeister und die Geister. Geister. Baumeister und Geister. Okay. Und nicht einschlafen, ja? Ja, nicht. Ey. Und ich schnipp vor seinem Gesicht herum. Runter. Beides scheint, also das Schnippen hilft nicht so viel, aber die Ohrfeige von Derwin hilft. Und Jana und Lucille könnten schwören, dass Derwin für einen Moment etwas größer ist und weiße Augen ohne Iris und Pupille hat und einen Hut trägt mit einem Schleier, der hinten und vorne herabhängt. Und dann ist die Illusion wieder weg. Ha, heißt, du hast das auch gesehen. Das war fast noch interessanter als da, was. Ich gucke kurz zu dem Schatten von Lucille. Der Schatten. Nicht einschlafen, gute Idee. Ja, wenn ihr hier einschlaft, kommt ihr aus dem Traum nicht mehr raus. Die Frage ist jetzt wahrscheinlich fast schon ein bisschen überflüssig, aber hat die Ohrfeige von Derwin auch geschmerzt über den Schmerz einer Ohrfeige hinweg, also so wie die Berührung von meiner Freundin eben? Nein. Was sie getan hat, war viel, viel schmerzhafter. Und er zieht, richtig zerfledderte Tunika an, die auch ausgesprochen schmutzig ist und jetzt, wo ihr Nagel noch dran steht, auch nach abgestandenem Schweiß riecht und legt seine knochige Schulter frei und ihr seht dort tatsächlich 4 Fingerabdrücke. Hm. Wo die Haut sich grau verfärbt hat und mir die Adern ringsum auch schwarz unter der Haut aussehen. Jana! Wow, ich wusste gar nicht, dass ich sowas kann. Und sie starrt ihre Hände an. Oder die eine Hand wird die, in der anderen hält sie ja Jimmy fest. Jimmy, wusstest du das? Die Frage ist, liegt das jetzt an dir oder an Herrn Gao? Wahrscheinlich nicht an mir. Bangor. Bangor, ja. Verzeihung. Wenn ihr nichts dagegen habt, nur für Wissenschaften, Lucille beginnt, ihren schweren Lederhandschuh auszuziehen und schlanke Finger dem Herrn entgegenzustrecken. Nur kurz, wenn es schmerzt, ziehen wir sie wieder zurück. Er streckt seine Hand aus mit langen, dreckigen Fingernägeln und die Finger sind bis auf die Knochen abgemagert und berührt deine Hand. Ja. Nichts. Dann schüttel ich die Hand und dann touch ich Jana an die Wange einfach. Ey, was soll das? Sie fühlt sich ein bisschen kühl an. Okay. Und du hörst einen Schnack, als die Zähne von Jimmy sich um deinen Ärmel schließen. Ach, Jimmy, nicht schon wieder. Eifersüchtiger kleiner Mistschädel. Komm schon, lass los, Jimmy. Wenn ihr aufhört, dich anzutatschen. Wenn sie aufhört, dich anzutatschen. Lass sie los. Nehmt euch ein Zimmer. Ja, er löst die Zähne. Deshalb trage ich Handschuhe. Nein, wir gehen weiter und gehen so schnell wie es geht wieder zurück. Ich kann es ja sehen. Der Wächter hat euch Werkzeuge gegeben. Oh ja, wir haben jemanden am Tor getroffen, richtig. Gegen ein Versprechen. Ja. Gut, dann bleibt bei uns. Wenn unsere Werkzeuge nutzen, dann sollen sie auch euch nutzen. Und er hat, also Jimmy hat das gesagt, nicht. Okay, sorry. Er hat den Bruch gesehen, den du hast, wo
alles und die Kälte und in die Tiefe und in die Ferne geht. Und er hat ihn etwas geöffnet. Und wenn du dich konzentrierst und offensichtlich auch, wenn du nicht willst, kannst du in diese Kälte ein bisschen vom Leben anderer hineinziehen. Du bist ein Riss, Jana, ein Riss in den Welten zu etwas anderem. Und was da ist, ist hungrig. Um den kümmern wir uns später, den Riss. Erstmal haben wir eine andere Aufgabe. Gut. Ihr müsst euch irgendwie verbergen. Warum seid ihr hier? Was wollt ihr überhaupt hier? Wir suchen den Ruheplatz eurer Toten, um dort ein Ding abzuholen und zurückzubringen in die Welt, in der wir herkommen. Ihr wollt zum Juwelengarten. Klingt schön. Die Einwohner hier wagen nicht, dorthin zu gehen, weil diejenigen, die dort zur Ruhe liegen, nicht ruhen. Aber das werdet ihr, Herr Schatthoch, in Kürze sehen. Das ist zu befürchten, ja. Darum würden wir die Kürze noch weiter verkürzen. Könntet ihr uns hinführen? Ja, das kann ich, aber wir werden nicht zu einem guten Zeitpunkt erreichen. Gibt es jemals einen guten Zeitpunkt für sowas? Es gibt welche, die schlechter sind als alle anderen, glaubt mir. Habt ihr zufällig was zu essen oder zu trinken dabei? Oh ja, ja. Natürlich. Nein. Ich würde eine der Rationen mitgeben. Wasserschlauch, ja, sehr gut. Er nimmt den Wasserschlauch an die Kehle und langsam, ihn zur Hälfte vorsichtig aus. Reicht ihn dann etwas zögerlich wieder zurück und fängt an, den Brot und Käse und alles in sich hineinzustopfen. Wovor seid ihr weggelaufen? Ich bin auf euch zugelaufen. Ich habe ein Geräusch gehört. Oh. Und noch ist es nicht Nacht. Das heißt, es muss jemand anders gewesen sein, der wach ist. Da wollte ich hin. Verstehe. Aber sehr, sehr hilfreich. Danke. Oh. Gehen wir. Du presst deine Hand gegen die Magengegend. Hier entlang. Mehr gewohnt? Nicht mehr gewohnt zu essen, ja. Wenn man wochenlang im Schlaf liegt, macht man auf, halb vertrocknet, halb tot. Ja, folgt mir. Versuch alles bei dir zu behalten. Ich klopfe ihn so auf die Schulter. Ich versuch's. Hier entlang. Und er führt euch durch eine Gasse nach der anderen, um Windungen. Dann reißt er die Schiebetüren eines Hauses auf, wo in sauberen Stapeln und kleinen Hügeln die schlafenden Menschen liegen und steigt über sie hinweg, zwischen ihnen durch, teilweise auch auf sie drauf, um den schnellsten Weg durch das Gebäude hindurch zu finden. Und teilweise seht ihr auch, dass jemand die lebenden, schlafenden so arrangiert hat, dass ihre Gliedmaßen und ihre Rücken Treppen bilden, mit denen man leichter zu einem anderen Ausgang kommt. Mit einer sehr großen und ruhigen Selbstverständlichkeit führt ihr euch diesen Weg entlang. Ist das Werk der Baumeister? Teils. Teils. Und er schaut hoch, wo der Himmel über euch inzwischen einen dunkelblauen Ton angenommen hat und auf der einen Seite über der Stadt die allerersten Sterne auftauchen. Aber gleich ist es soweit. Am besten verbergen wir uns hier und ihr schiebt eine weitere Tür auf und winkt euch hinein. Okay. Dort hoch auf eine Balustrade und an ein Fenster, das ihr ein bisschen öffnet. Und dahinter seht ihr, in einem leichten Dunst und im Licht von vielen Lampen, die gerade flackernd zum Leben erwachen, während die Dunkelheit sich über die Stadt senkt, die Hügel, die Lucille aus der Entfernung schon ausgemacht hat, mit ihren zahlreichen kleinen Denkmälern und Teichen und Gruppen von friedlich dastehenden Büschen und Bäumen, Lotus, der sich aus stehenden Gewässern erhebt, mit zart rosa Blüten, die sich gerade beginnen zu öffnen. Und dann hört ihr den Ton einer Glocke. Anfangen voll klingend, fast
würdet fast sagen, süßlich honigwarm. Ein goldener Klang, ein vielversprechender Klang, der dann aber heller wird und anfängt zu scheppern wie ein geborstenes Stück Metall mit einem schrillen Kreischen am Ende abbricht. Ich wollte gerade sagen, wie angenehm doch dieser Totenacker gegen alle die anderen sind, die wir schon besucht haben, aber die Akustik ist grauenhaft. Was hast du erwartet? Ich schaue drüber zu Derwin und Derwin trägt eine lange blaue Tunika, die Hände über der Brust gefaltet mit langen grauen Fingern und einen Hut auf dem Haupt, der vorne und hinten einen Schleier trägt und das Gesicht verbirgt. Und Go Bang stopft sich seine Hand beinahe in den Mund und unterdrückt ein Wimmern, als er von Derwin zurückweicht. Ein Schritt zurück. Ja, ich erinnere mich an das Geräusch. Hattest du diesen komischen Hut schon immer? Nein, der erste Mal da drin. Er hat Geschmack, sowas trägt er sonst nicht. Die Hülle verblasst langsam wieder, was zurückbleibt, ist ein gräulicher Schimmer über Derwins Augen. Ist das sein Werkzeug oder ist das ein schlechter... Verzeih, du sahst eben etwas sehr anders aus. Oh. Ja. Wobang zeigt auf Derwin und dann hinaus aus dem Fenster. Ich gucke aus dem Fenster. Ja. Mit einem zahlreichen, hundertfachen Klicken öffnen sich die Tore der Mausoleen und Gräber. Und heraus gleiten schwebende Gestalten, die teilweise leicht absinken, mit den hängenden Fußspitzen den Boden berühren, um dann wieder aufzusteigen. Alle von ihnen lange, dunkle Gewänder gehüllt, die meisten davon von einem edlen Blau. Die Arme über der Brust gekreuzt, mit eingefallenen grauen Fingern mit langen Nägeln und die gesenkten Gesichter hinter einem Schleier verborgen, der von einer Kappe herabhängt, den sie auf ihrem Kopf tragen. Sehr, sehr ähnlich wie das, was Derwin für einen Moment trug. Und lautlos dahin gleitend, immer nur von dem leisen Schaben, wenn ihre Fußspitzen für einen Moment den Boden berühren, schweben diese Gestalten in kleinen Grüppchen und Strömen aus dem Garten heraus und in Richtung des Zentrums der Stadt. Ich würde sagen, wir warten diese Prozession ab, oder? Ja, es sind schon ziemlich viele. Ja, ja, aber sie verlassen den Ort, zu dem wir wollen. Ich verstehe es nicht. Seid ihr auch einer von den Baumeistern, von den Toten? Ach, das sind die Baumeister. Die ehrenwerten Toten. Derwin, warst du mal ein Baumeister? Jianqiang ruft sie entweder als Baumeister oder als Wächter des Turmes. Der weiße hohe Turm. Ja. Nein, 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 nicht einschlafen. Haut ihn, haut ihn. Ich hau ihn mal rein. Ah! Der Turm ist, wo sie die Glocke schlägt. Mhm. Und deswegen werden die Geister ihn jetzt verlassen, während die Baumeister zu ihr eilen, um die Pläne für die nächtliche Arbeit zu holen. Wir sollten wachsam sein und falls wir schließen, dieses Gebäude abzureißen, uns schnell wegbewegen. Zu reißen mit den Leuten, die da drin sind, oder? Sie tragen sie dann in andere Gebäude. Dann so entstehen die Stapel. Ich werfe sie. Das klingt nach Arbeitsbeschaffungsnachnamen. Schlafen. Danke, danke. Der Garten, dies ist der Garten. Ich bade euch nur. Sie wissen, wenn sich jemand an ihrem Grab zu schaffen macht, werden dann, sofern sie nicht gerade direkt von unserer Herrscherin angesprochen werden, sie zurückkehren, um sie zu... Ess doch noch etwas. Kauen. Ja, ja. Oh, danke. Danke. Einfach etwas kauen. Beug mich ein bisschen vor und flüster ihn quasi an, also auf Entfernung, ich gehe nicht bis an sein Ohr ran. Nicht schlafen, es wird alles gut, und würde ein heilendes Wort sprechen und ihn um ein paar Lebenspunkte heilen. Vielleicht macht ihn das ein bisschen fitter, den Kuchen. 5 der Lebenspunkte bekommt er geheilt.
Bist stumm? Du bist stumm. Was ist passiert? Dann siehst du, wie die Abdrücke auf seiner Schulter langsam verblassen, die Jonas Finger hinterlassen haben. Es scheint mir, dass die Toten hier eine Menge Aufgaben haben. Wie viele Lebende oder Wache gibt es hier eigentlich noch in der Stadt? Wache? Ja, wie ihr. Wenige, sehr wenige. Mhm. Wir verbergen uns in den Häusern. Ich verstehe. Also, versuchen, den Geistern und den Baumeistern zu entgehen und nicht wieder einzuschlafen. Denn dazu, ja. Das schaffe ich nicht ewig irgendwann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kehren wir zurück in den Traum. Was ist das für ein Traum? Du weißt nicht zufällig, ob das auch andersrum funktioniert. Ob man in den Traum von außerhalb kommt? Wenn ihr einschlaft, werdet ihr im Traum sein. Das heißt, wer die Glocke auf dem Turm läutet, kann den Traum körperlich betreten. Aber ihr werdet keine Wahl haben, sobald ihr euch zum Schlafen hier niederlegt, werdet ihr im goldenen Nikat wieder erwachen. Das planen wir aber nicht, Devin, auch wenn es dich sehr interessiert. Nein. Gut. Ich mach das nicht, denn ich habe wirklich keine Lust, diesen Turm hochzuklettern, um die Glocke zu läuten. Nur um euch da rauszuholen. Ich bin sicher, wenn wir drei schlafen, läutet Jimmy irgendwie die Glocke. Keine Sorge, ich schlafe nicht. Ihr schlaft, ihr zwei? Ich tatsächlich der Gewohnheit mäßig ab und an, ja. Ich nicht. Wer sagt denn überhaupt, dass ihr nicht schlafen müsst? Das ist... Oh, wir sind nicht von hier. Das merke ich, das sehe ich. Es ist ausgesprochen offensichtlich. Könnt ihr hier weg? Die Tore sind verschlossen. Der Nebel hält uns auf. Ja. Unsere Herrscherin Dien Chiang will nicht, dass wir den Ort verlassen, an dem sie ihre Stadt errichtet. Ständig umbaut, wie wir mitbekommen haben. Ich denke, wir wissen, dass sie versucht, die Stadt genau so zu machen, wie sie es will. Ja, ich habe sie mir von oben angeschaut. Da gibt es einige Schönheitsfehler tatsächlich. Auch wenn ich nicht so viel von architektonischer Ästhetik verstehe, sieht man dann doch gewollt und nicht gekonnt. Eine ewige Aufgabe, nehme ich an. Zumindest schon sehr, sehr lange. Wie sieht unten unsere Hügel mittlerweile aus? Leer. Okay. Es ist auch etwas Nebel, der da in dünnen Fetzen umhergleitet. Gut. Jana, Devin? Ja. Jetzt oder nie, oder? Ja. Heller wird's nicht. Wie sieht Lucille Schatten aus? Ich mach mit. Als würde ich mich aufwärmen. Ihre Bewegung zu imitieren. Was du ja sonst immer machen musst, dich aufwärmen. Nein, vor allem die Finger muss ich aufwärmen. Mhm. Ja, eine Augenbraue wandert so Richtung Hutkrempe, aber schüttelt dann den Kopf. Oh, sagt Jimmy, als er von einer Hand zur anderen gereicht wird, während du dann die Handgelenke drehst und die Finger streckst. Das ist zwischendurch neu. Zwischendurch beschwöre ich auch eine Mädchen, damit die ihn kurz festhalten kann, damit ich so richtig schon alle Finger mal knacken kann. Welche Farbe hat deine Magie? Meine Mädchen ist Silber. Silbern, also eine silberne, neblige, leuchtende Hand erscheint zwischendurch. Und dann bedanke ich mich bei meiner Mädchen und nehme Jimmy wieder dankend entgegen. Und als du die Mädchen verpuffen lässt, siehst du, wie Lucilles Schatten sich von der Hand löst und eine schwarze, leicht durchscheinende Hand im Raum hängt und sich von der Wand löst, als der Arm länger und länger wird und fast kurz davor ist, Lucilles Nacken zu berühren. Mit Finger ausgestreckt. Das kann jetzt auch Derwin sehen. Bist du dann soweit? Kau mir eine runter. Es ist etwas, als du zurückweist, drückst du deinen Nacken gegen etwas Kaltes, was den dort berührt. Ich wirbel mit Armbrust rum. Die Wand ist eine normale Wand. Du zielst auf deinen eigenen Schatten. Der mich komplett abbildet? Oder gerade wie macht? Mach mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit. Auf Wahrnehmung. Okay. Ja.
11. Der dich komplett abbildet. Wir erzählen uns alles. Tun wir das? Ja, seit ungefähr fast 2 Jahren. Aber dein Schatten meinte, ich darf nichts verraten. Okay, okay. Der Schatten also, ich bin nicht eingeschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen, das ist gerade wirklich passiert. Oh, danke, Devin. Ja, du bist, ich glaube, du bist wach, du wirkst wach. Okay, ich drehe mich wieder um. Ich sehe jetzt auch meinen Schatten das tun. Sie ist hübsch. Oder? Und sehr höflich bisher gewesen. Gut, dann belassen wir es dabei. Ich sollte mir das Fragenstellen abgewöhnen. Oh, wenn wir mit offenen Karten spielen, du warst eben auch nicht du, sondern sahst aus wie einer der Bewohner des Hügels. Für einen kurzen Moment zumindest. Ja, ganz mit Hut und Schleier und allem drum dran. Deshalb hat dich unser Freund hier Baumeister genannt. Ist er noch wach? Du drehst dich um und er hockt an die Wand gelehnt. Mhm. Ich würde ihm versuchen, mit meiner Mage-Hand eine zu verpassen. Er schläft weiter. Naja. Immerhin satt. Gut, wir sollten dann wirklich wahrscheinlich gehen, weil eventuell neu eingeschlafene senden Signale und dann kommen die Baumeister. Könnte gut sein, ja. Ich steige mal aus dem Fenster und laufe die Wand hinunter und springe ins Netz und warte auf meine 2 Begleiter. Ich gucke aus dem Fenster, wie hoch ist das so? Ihr seid im 1. Stock. Hm. Ich gehe trotzdem normal runter und nehme die Treppen. Derwin? Auch. Während ihr das macht, geht ein Ruck durch das Gebäude und dann hört ihr das Kreischen von Nägeln, die aus Holz gezogen werden und das Knacken und Bersten von Streben, die auseinandergerissen werden. Endlich euch! Und ich würde nicht durch die Tür gehen, sondern durch ein Fenster steigen, ja. Im Erdgeschoss. Die erste Öffnung, die da ist, die nicht mehr im 1. Stock ist. Ihr seid auf der Straße und seht, wie oben Dachschindeln anfangen zu schweben und sich von dem Gebäude lösen und einen Kreis in der Luft bilden. Und in der Mitte schwebt eine von den verschleierten Gestalten mit den herabhängenden Gliedmaßen, die ihre Arme versucht zu bewegen, zu gestikulieren, aber offensichtlich dagegen ankämpft, dass diese Arme wie aus Holz, wie versteift im Tod sind. Und daher ungelenk und fast unfreiwillig komisch wirkt, während sie gestikuliert und dieses Gebäude ein wenig auseinanderreißt. Sollten wir schnell weg? Ja. Ja. Solange das noch so aussieht. Wollt ihr einfach rennen oder wollt ihr euch verbergen dabei? Vielleicht ich würde mich verbergen wollen, ja. Ein bisschen stealthy, aber Richtung Hügel, genau. Also vielleicht in den Schatten von den anderen Häusern oder sowas näher. Gib mir doch einen Wurf auf Heimlichkeit. Ja, darf ich mir Guidance dazugeben? Das darfst du. Dann muss ich kurz einen Defi. Also du kannst entscheiden, wann du das willst. 2-mal kannst du das, ne? Nee, Guidance ist tatsächlich ein Cantrip, den ich habe. Ah, okay. Ich habe noch was anderes, das ich 2-mal machen kann. Genau. Ja. 24. Das ist okay. Plus 6 habe ich. 22. Boah. Und Devin? 15. Oh. 15. Erstmal wieder so dabei, der. Ja, 15 ist doch gut. Das läuft doch eigentlich ganz gut für euch. Und ihr könnt, nachdem ihr es jetzt alle wisst, auch sehen, wie Lucilles Schatten teilweise sich ein bisschen vortastet. So, als würde sie um die Ecke spähen, diese graue, nebelige, zweidimensionale Gestalt, die nur hin und wieder, wenn sie es gerade interessant findet oder lustig, tatsächlich Lucilles Bewegungen folgt. Hinter euch wird das Haus Stück für Stück auseinandergenommen. Dann? Verschwindet dann oder neu arrangiert oder einfach gestapelt die Dinge? Also was passiert mit dem Rest vom Haus? Ihr seht, dass die einzelnen Teile, die sich lösen, tatsächlich in der Luft schweben, sich zu Stapeln bilden und dann langsam in der Mitte des Gebäudes mit lauten knackenden und knallenden Geräuschen Steine niedergelegt werden und die Hälften dieses Hauses zur Seite geschoben werden, während mehrere von den untoten Gestalten darüber hängen, und mit knackenden Fingern gestikulieren. Ihr hört auch das Klappern von Zähnen, die aufeinander prallen. Und dann eine neue Straße dort entsteht, wo das Gebäude war, während die beiden Hälften, die entstehen, regelrecht von innen nach außen gekrempelt werden. Und dann seht ihr mehrere von den Toten, die tatsächlich fast sanft und liebevoll die Schlafenden auch
Urbang, den ihr dort zurückgelassen habt, aus diesem Gebäude heraustragen und lautlos in ein anderes hineinschweben mit ihnen auf ihren Armen und Händen. Oh, wenn wir das sehen, knacke ich auch ein bisschen. Oh, es hat, ich erinnere mich gut daran, es hat ewig gedauert, diese Leichenstarre wieder loszuwerden. Oh. Aber jetzt ist sie ja weg. Was auch immer passiert, weckt mich auf. Das würde ich mir wünschen. Ja, ja, ja. Also ich meine, wir haben ja jemanden, der auf keinen Fall schläft. Von daher hast du die Aufgabe, zu schauen, dass wir nicht durch irgendeine... Eine Menge Verantwortung. Ihr schlaft fest. Ja, ich weiß. Neben euch könnte ein Gebäude zusammenfallen und ihr würdet nicht aufwachen. Das kann hier passieren, ja. Ja. Das macht es nicht einfach. Dünne Fetzen Nebel liegen über dem eigentlich tatsächlich sehr hübschen Friedhof. Einzelne Lampen, die aus Stein geschlagen sind oder als Lampions von Ästen und Halterungen herabhängen, erhellen kleine, geschmackvoll angelegte Grünbereiche in mehreren Teichen, die von kleinen Brücken überspannt sind, bewegen sich knochenbleiche Karpfen von bemerkenswerter Größe langsam hin und her. Lotus raschelt leise in einer sanften Brise und die einzelnen Grabmäler sind vielleicht etwas abgenutzt von der Zeit, aber immer noch ausgesprochen schöne Anlagen mit Friesen, die mit unterschiedlichsten Symbolen versehen sind und darüber Zeichen einer euch unbekannten Schrift, die vermutlich sagen, wer darin begraben liegt oder irgendetwas über das Leben der Person, die hier zur Ruhe gebettet wurde. Wir suchen Pfirsiche, Kraniche und Blüten, von denen ich keine Ahnung habe, Bionien, wie sie aussehen. Du bist anscheinend unsere Floristin. Die sind wirklich hübsch. Oh. Das heißt, hättest du ein Grab, würdest du dir wünschen, dass die dort wachsen? Gute Frage. Das ist wirklich Bionien ein, unter anderem. Ich meine, es gibt viele schöne Blüten. Ranunkeln sind auch wirklich, wirklich schön, aber haben eine sehr, sehr kurze Blütezeit. Pionien sind zu derben. Sind unzerstörbar. Rosen sind ihnen einen Ticken zu kitschig. Entschuldige, ich hab's angestoßen. Das ging eine Weile. Das ging eine Weile weiter. Säuseln des leise im Nebel. Lilien. Jimmy, Lilien, ich war das auch nicht. Aber Lilien sind so eine Klischee-Friedhof. Lotus. Ich mag Lotus ist schön. Und Kirschblüte im Frühjahr. Und für Kirschblüten brauchst du ja direkt einen ganzen Baum. Dann kriegst du gar keinen Schatten. Ja, nein, das bin ich. Ich. Hallo? Aha, kann sie sich nicht mit jemand anderem auch unterhalten? Hören nur ich die Stimme oder hören alle die Stimme? Ihr hört alle die Stimme. Ich gucke zu Lucilles Schatten. Okay, dein Schatten war es nicht. Nein, Lucy ist unschuldig. Der Nebel formt sich langsam. Oh, du hast ihm einen Namen gegeben. Wie süß ist das denn? Freu es jetzt schon. Mühselig zu ungefähren Formen einer vermutlich menschlichen oder höchstens elfischen Gestalt, die langsam auf euch zuschwebt. Lilien und Kirschblüten. Pionien. Sehr, sehr schön. Blüten der Herzen. Kürbisse und Tulpen. Im Frühjahr künden sie von Neuanfang. Wir suchen... Jana, was suchen wir für... Pionien. Pionien. Und Pfirsich. Und Pfirsich. Und Kranich. Ja. Ich wollte jetzt... Aber Kraniche sind keine Blüten. Ja, Pfirsich ist auch nicht sehr... Pfirsichbäume haben Blüten auch. Ja, aber ich dachte, es geht um die Frucht. Noch sind sie nicht reif. Hm. Ihr seid zur falschen Zeit hier. Das passiert uns so häufig. Wir suchen ein Grab mit dem Schmuck dementsprechend. Pionien, Pfirsiche und Kraniche. Symbole aller der Unsterblichkeit. Viele der Gräber tragen sie hier als Zeichen der Hoffnung. Und dann erheben sie sich doch nicht unsterblich, nicht so wie gewünscht. Sie essen nicht von den Pfirsichen, den goldenen, ein Leichen sind sie. Und meine Mutter sendet sie aus, die Stadt zu bauen, wieder und wieder und wieder. Und die Geister ziehen umher, ruhelos. Den Nebelfetzen gleitet langsam euch zu grob in der Form einer Hand. Seid ihr Geister? Ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass sie keine Geister sind. Zwischen. Jimmy ist ein Geist.
Jimmy ist ein Schädel. Also, ich meine, das zählt vielleicht. Mit einem Geisterin. Seid ihr Geister, ist so eine Seid-ihr-ein-Gott-Frage. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Also als Gott würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen. Aber Jimmy vielleicht? Das ist ganz sicher. Jimmy, bist du ein Gott? Ja, ich könnte einer sein, wenn du willst. Du behandelst ihn schon fast so. Möchtest du wissen, was du dafür tun musst, Jana? Lass uns später darüber reden. Ja. Das klingt nach einer sehr anstrengenden Aufgabe, für die wir jetzt gerade keine Zeit haben. Seid ihr ein Geist, Tochter der Herrscherin? Vielleicht, ich bin nicht sicher. Ich denke, es ist das falsche Wort. Ich bin tot gewesen und wiedergekehrt, doch das bedeutet mir ganz genau Nebel so. Wabert, zerfließt kurz, versucht dann wieder Form zu finden. Nicht so, wie ich soll. Meine Mutter kann meinen Anblick nicht ertragen. Sie wendet sich ab, sie geht fort, wann immer sie mich sieht. Das tut mir leid, ich finde, du siehst ganz zauberhaft aus. Ich wünschte, sie würde es endlich beenden. Sie leidet doch selber darunter. Sie kann es nie vollenden. Diese Stadt ist ihr verloren. Sie sollte es einfach aufgeben. Sie hätte es aufgeben sollen. Das Leid ist stark an diesem Ort. Ich fürchte, wir kennen deinen Namen nicht, aber ich fürchte, wir sind auch nicht hier, um es zu beenden. Ich bin Dien Whiting. Dien Whiting. Die Fürstin der Weite. Oh. Ein wirklich schöner Name. Ich bin Jana. 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 Derwin. Lucille. Jana mit der tödlichen Berührung, Derwin mit dem Spiegelbild des Todes und Lucille mit dem kämpfenden Schatten. Willkommen in den Gärten der Juwelen. Ich werde euch helfen, das Grab zu finden, das ihr sucht. Doch was wollt ihr damit? Nun, um ehrlich zu sein, müssen wir die Beigabe, das Ding, dorthin bringen, wo es naja, gewünscht ist. Um dem Geist zu helfen. Ja. Um wenigstens einer Seele hier helfen zu können. Hause zu bringen. Ich nehme an, ja, sie tatsächlich zu befreien von hier. Ich verstehe. Das ist auch mein größter Wunsch. Einem von den Geistern, die umherstreifen, wenigstens einer dieser Gestalten zu helfen, heimzufinden. Gäbe es einen Weg, allen zu helfen in eurem Interesse und eurer Vorstellung? Meine Mutter müsste den Traum aufgeben. Ja, dreh mich um, schau zu diesem Turm zurück. Es ist halt auch schon ein Fußmarsch da in die Höhe. Nichts, was wir nicht in einem Tag schaffen, bitte. Ja, da ist was für was dran. Hat eine von euch beiden einen Spiegel? Nicht mehr. Ein Spiegel oder ein Spiegelbild? Ein Spiegel. Ein Spiegel, das, lass mich kein mehr. Spiegelbild hat, das hatten wir schon, es war eine sehr lustige Sache. Ja, hahaha. Ja, für zwei Drittel. Nein, ich habe keinen Spiegel. Die Nebelgestalt vor euch zerfließt, verliert ihre Form und verschwimmt mit dem restlichen Nebel rings um euch herum. Oh nein. Naja, sie will sie uns ist vor Langeweile geschmolzen. Sie will uns helfen. Schaut einfach, ob sie sich irgendwo manifestiert und ob wir dieses Grab finden. Wenn hier alle mit Pfirsichen, Blüten und Kranichen geschmückt sind, so könnte das ewig dauern. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben gar nicht den Namen der Person genannt. Also wir haben nicht genannt, ja, das stimmt. Woher soll sie wissen, wen wir suchen? Hey, sie wusste auch, dass du die mit der tödlichen Berührung bist und ich die mit einem kämpfenden Schatten und deren das Spiegelbild hat. Willst du deshalb einen Spiegel? Du siehst immer noch so aus, wie du aussiehst. Ja, gerade siehst du normal aus. Nicht wie einer von den Baumeistern. Und gut. Danke. Danke. Beruhigt mich nur ein bisschen, aber danke. Ja, wir sollten unsere Zeit hier... Ja, dann wo der Nebel dichter wird oder so. Ja. Ich will mich mal versuchen umzugucken. Man schaut über die stillen, grünen Hügel und aus dem Augenwinkel könnt ihr Bewegung am Rande des Friedhofs ausmachen.
stehen zwei dürre Gestalten in abgerissener Kleidung, die hungrig auf die elegante Anlage starren, dann euch sehen und ausgesprochen verwirrt wirken. Aber dann zerrt die eine Gestalt die andere von dem Friedhof weg und in die Gassen hinter den Gebäuden. Wach bleiben. Wollen wir uns anschauen, was sie sich angeschaut haben? Vielleicht haben sie was Interessantes gesehen. Gut, ja. Schauen wir uns an, was sie sich angeschaut haben. Kleiner Umweg. Eurer Ansicht nach, als ihr dorthin geht, haben sie sich einfach nur haben auf den Friedhof geschaut und auf eine kleine Gruppe von Bäumen und dem Teich davor. In dem Teich bewegen sich auch wieder große, dicke, weiße Karpfen. Und an den Bäumen dahinter hängen Beeren. Kannst du dein Spiegelbild im Wasser sehen? Beug mich mal über das Wasser. Du siehst dein Spiegelbild, das dir ganz normal erscheint. Und dann kommt zwei Schritte entfernt einer von den Karpfen an die Oberfläche mal so. Und die leichte Wellenbewegung, die durch das Wasser läuft, lässt dein Antlitz zerfließen. Und für einen Moment siehst du in diesen Ring zersplittet und wabernd das Abbild von einem von diesen schwebenden Toten. Und dann wieder dich, als das Wasser wieder gerade flach liegt. Pralle zurück und stoße ein lautes Entsetzens aus. Es war nur ein Karpfen. Hast du etwas gesehen, was dir nicht gefallen hat? Könnte man so sagen, ja. Falls ich anfange, rumzuschweben, keine Ahnung, weckt mich auf oder so. Die Frage ist doch, ist das nicht vielleicht dein Werkzeug? Vielleicht kannst du was Cooles damit machen. Naja, vielleicht kannst du wissentlich dich als eine dieser Schwebenden verwandeln und damit einer unter vielen sein. Also ich weiß zumindest, dass Lucy das tut, so was sie Lust hat anscheinend, was auch immer das ist. Vielleicht kann Lucy auf unserer Seite mit uns kämpfen. Ich nehme mal stark an, sie ist dir jedenfalls zugetan. Und das kann ich verstehen. Und du hast zumindest irgendwie mit deinem eiskalten Händchen Schaden verursacht. Willentlich oder unwillentlich. Also ich eventuell. Mir selbst die Nase. Deine Fingerspitzen ist wie immer ziemlich kalt. Okay. Das ist alles. Also eventuell kann Derwin ein zweites Gesicht erscheinen. Natürlich unpraktisch, wenn ich euch heilen will mit meiner Berührung. Naja, ich habe dich ja vorhin auch berührt und es passiert nichts. Stimmt. Vielleicht weil... Nein, du bist ja nicht wirklich untot. Vielleicht weil du halb untot bist. Gut, also außer Karpfen und Bären ist hier nichts. Ich greife dir an die Schulter. Vielleicht muss ich euch anfassen, damit es wehtut. An der Schulter passiert auch nichts, wenn du sie dort anfasst, ja. So, du meinst nur, weil ich das Gefühl habe, ich wäre hier schon mal nicht ganz wach gewesen in der Stadt, könnte ich hier, keine Ahnung, meine Hände ausstrecken und wollen, dass das Grab näher kommt und es kommt näher, oder wie? Meine gar nichts, ich meine nur, du bist derjenige unter uns, der im Sinne der Träume am ehesten, also was soll ich sagen, du bist der Experte. Ich würde mir die Beeren näher angucken. Ich würde, während die reden, die würde ich lecker zum Baum gehen und gucken. Das sind lange Trauben von dunklen, prallen Beeren, dunkles Rot, Lila. Die sehen ausgesprochen lecker aus. Ich probiere eine. Das Einzige, was ich mit Träumen zu tun habe. Saftig. Oh nein, sie ist. Wirklich gut. Ja? Gut, und du fühlst dich nicht irgendwie... Ach, was frage ich? Du hast schon Zeug gegessen davon. Alles gut? Ja. Gut. Wir sollten den Nebel nicht aus der Augen. Sicherheit Puls fühlen. Entschuldigung. Ein Derwin. Nein, aber im Ernst, wenn du die Möglichkeit hast oder irgendwas spürst, was auf deiner Ebene traummäßig... Das Einzige, was ich mit Träumen zu tun habe, ist, dass sie mich nähren. Aber ich habe nicht so den Griff darin.
Okay. So oder so, während ihr Bären esst, euch über Träume unterhaltet, zieht der Nebel wieder ein bisschen in eure Richtung und wispert leise. Mehrere Gräber sind so verziert. Wisst ihr den Namen des Toten? Ja. Wisst ihr den Namen noch? Nein. Ihr könnt gerne einen Intelligenzrettungswurf machen. Ja. Ich hätte jetzt Lau gesagt, aber Lau klingt falsch. 14. Das ist ja ein bisschen. Lu, der Familienname war Lu. Hm. Das war's, ja. Lu. Familie Lu. Ich habe gefunden, das Grab eines Lu Hong und einer Lu Lai Lai. Ich glaube, der erste. Hong klingt vertraut, ja. Es war ein Mann. Ihr findet es dort oben auf dem Hügel, unter dem Dickicht aus Bambus. Ab Dank. Passend. Dankeschön. Und dann zerfließt sie wieder. Einen schönen Abend noch. Ich werde sehr traurig sein, wenn ihr sterbt. Oh, das werde ich auch. Aber danke für euer Mitgefühl. Du noch mal traurig sein oder vergiss es. Entschuldigung. Lu Hong, hoch zum Hügel und zum Bambus. Ihr müsst einfach vertrauen, dass die Zeichen, die darauf sind, den Namen eines Lu Hong darstellen. Das sind zwei große Zeichen und darunter eine ganze Reihe kleiner. Und ein mit Bronze beschlagenes Tor aus Holz ist der Eingang zu einem recht kleinen steinernen Gebäude. Davor sind Schalen aufgestellt, in denen Asche liegt und Dinge, die schon lange verrottet sind. Und ansonsten scheint nichts groß Besonderes zu sein an diesem Grab, vor allen Dingen auch nicht im Vergleich zu den anderen, die teilweise größer und prächtiger sind. Ich klopfe einmal. Stille. Denk dran, sobald wir am Grab herumfuhrwerkeln, dass zumindest Herr Hong davon mitbekommen könnte oder mitbekommen wird. Vielleicht freut er sich ja, wenn er erfährt, weswegen wir hier sind. Klingt sehr erfreut. Mhm. Ja, das ist normal. Stimme zieht über den Hügel. Sie sieht kurz etwas in der Luft, das wie ein Wirbel im Nebel in der Realität aussieht, die Umrisse von einer Gestalt, nicht der, mit der ihr gesprochen habt. Dann verschwindet es wieder. Mehrere Sekunden später taucht es rechts von euch wieder auf. Sanft, grünlich, bläulich, leuchtend. Arme vorne ausgestreckt, durchscheinend ätherisch und das Gesicht gänzlich von Haaren verhangen, bis auf einen großer, runder Mund, an dem aus allen Richtungen Zähne schief und kreuz und quer ragen, der sich öffnet und leise schmatzende und saugende Geräusche macht. Und das ist nicht Erhorn. Sicher? Nö. Sind Sie Herr Hong? Die Gestalt gleitet durch die Ecke eines weiteren Grabes langsam hindurch, flackert, verschwindet. War das ein Ja oder ein Nein? Das ist eine gute Frage. Scheint ein Problem, seinen Kehlkopf zu haben. Du siehst Lucilles Schatten wild gestikulieren hinter dich, hinter Jana. Dreh mich um. Umdrehst, erscheint vor dir in der Luft. Erst der Mund und dann die herabhängenden Fasern von Haare und zwei Hände, die sich langsam von rechts und links an der Schläfe lehren. Ich würde zurückweichen wollen. Und der Rest von euch? Geister. Aber instinktiv versuche ich, in den Mund zu schießen. Auf den Geist. Ich hätte dann gerne mal eine Initiative von euch. Initiative ist naja, ganz naja. Oh Mann. Ja, ist das dein Initiative-Song? Ja, ist der Initiative-Song, aber nur wenn er naja ist. Obwohl 14 ist okay. Voll mega Bonus auf Initiative, sehe ich gerade. Ja, du bist ja Badin.
Und wie schnell ist Jana damit? Im Endeffekt ist sie trotzdem nur 9 schnell. Okay, aber ich habe eine 4 gewürfelt. Na, das ist krass. Ja. Als du ausatmest, siehst du, wie dein Atem, obwohl er selber schon recht kalt ist, in der Luft regelrecht gefriert, so einer bleichen Fahne, die mit einem im Schlund dieses Geistes verschwindet. Und während du hinterher starrst, reagierst du vielleicht einen Hauch langsamer, als du sonst gewählt bist. Unangenehm. Jimmy links neben dir mit klappernden Zähnen reagiert auf das Geschehen. Derwin, du bist tatsächlich als Erster dran. Das ist gut. Dann würde ich anfangen zu flüstern und das klingt irgendwann ein bisschen lauter nach irgendeiner sehr atonalen Melodie und würde gerne Dissonant Whispers wirken. Du darfst mal jetzt versuchen, dagegen einen Weisheitsrettungswurf zu tun. Eine 13. Das reicht leider genau. Da hätte jemand mehr auf Charisma geben sollen. Tja, man tut, was man kann. Dann das dissonante Flüstern und Wispern von einzelnen Worten läuft wie eine Welle durch die Luft. Teilweise könnt ihr sogar die Worte regelrecht im Nebel aufblitzen sehen, in seltsamen Zeichen, durch den Geist hindurch und verliert sich danach wieder. Ohne große weitere Wirkung. Möchtest du sonst noch etwas machen? Ich habe ja noch eine Bonusaktion, die ich tun kann. Und dieses dissonante Flüstern kondensiert quasi zu Worten. Und Lucille kann von schräg hinter sich hören, jetzt bist du dran. Und würde ihr einen von meinen Inspirationswürfeln verpassen. Dankeschön. Lucille kriegt einen Halo regelrecht aus Worten, die bestehen aus Begriffen wie Kriegerin, Fürstin, Kämpferin, Vernichterin, Wandlerin zwischen den Welten, die pulsieren und glühen. Das ist eine stachelige Krone. Und dann ist Lucille auch dran. Ja, hab's ja schon gesagt. Ich würde einen Bolzen mal erstmal Richtung Maul schießen. Mhm. Das ist eine 15 plus 18, 23. Das ist mühelos dein Treffer. Der Bolzen jagt durch den großen, hungrigen Mund hindurch und die flatternden Haare, die wie ein Schleier über das Gesicht der Gestalt hängen. Und machen wie viel Schaden? 8 Piercing Damage. Du darfst dann noch einen Konstitutionsrettungswurf ablegen. Weil mit den Worten hast du wie so einen Nebel um deine Füße rum und der mit dem Angriff. Ah, nee, nur wenn du den Würfel benutzt. Entschuldigung. Ah, wenn ich den Inspirationswürfel. Okay. Check. Gut. Dann hast du jetzt in diesen Nebel um dich rum, der quasi um dich herum wabert. In einem entsättigten dunklen Blau. Den habe ich eine Minute, ne? Inspiration ist eine Minute. 10 Minuten. Also, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das während des Kampfes irgendwann abläuft. Inspiration. What a show. Gut. Und ich. Wie reagiert das Ding auf den Treffer? Auf den Pfeil. Ja. Ein Teil von dieser ätherischen Masse, aus dem es besteht, wird aus ihm rausgerissen. So ein Kranz von bleichen Zähnen spritzt rings um es herum und zieht sich dann langsam wieder zusammen. Aber du hast das Gefühl, dass es einen Teil seiner Masse verloren hat. Okay. Dein Bolzen ist irgendwo hinten im Hügel verschwunden. Ja. Dann, Bewegung. Ich bleib nicht da. Ich lasse die Armbrust sinken. Nachher leider aber keine Zeit und ziehe mein Rapier und mache 2, 3 Schritte Richtung Jana, damit ich neben ihr bin. Die geisterhafte Gestalt ist als nächstes dran. Die Haare wirbeln, der Mund wird größer und größer und größer, groß genug, als dass er Janas Gänskopf mit einem nur drüberstülpen verschlingen könnte. Und du siehst in diesem Abgrund, in diesem Maul, zahlreiche kleinere Gestalten, die ihre Münder öffnen und mit langen Fingern nach dir greifen und stöhnen und ächzen und in dieses jammernde, saugende Geräusch mit einstimmen. Und der Schleier aus Haaren hebt sich langsam. Und in dem Moment, wo du die toten Augen für eine Sekunde ausmachen kannst und den Hunger, der in ihnen brennt, müsst ihr alle einen Rettungswurf ablegen. Einen Weisheitsrettungswurf. Weisheit, das war so klar. Weisheit. So, da nehme ich jetzt direkt meinen Inspirationswurf dazu. Denn das ist. Das ist gut, wenn du dann einatmest, quasi durch den Schreck,
nimmst du diesen Nebel in dich auf und du bekommst 3 temporäre Trefferpunkte dazu. Danke schön. Und mit dem Inspirationswurf komme ich auf 13. 13. Ich habe auch eine 13. 17. Und Derwin, für einen Moment erfasst euch dieser Hunger, zerrt wie ein Angelhaken in eurem Fleisch, in eurer Magengegend, eiskalt, und dann schüttelt ihr das ab. Und der Geist schwebt immer noch da. Wirklich unangenehm. Der Mund, das Maul wird langsam wieder kleiner, während es sich wie ein Wirbel, wie das Auge eines Sturms dreht und die Zähne sich langsam wieder schließen, fast ein wenig irritiert von dem, was hier geschieht. Und dann ist Jana dran. Ich befürchte, ich bin in Nahkampf mit ihm. Mhm. Ja, deswegen würde ich meine Aktion nutzen, um tatsächlich zu disengagen. Das heißt, und du bewegst dich eilig rückwärts und weichst den zugreifenden, ja, langen, durchscheinenden Fingern aus, während Jimmy an deiner Ganz Hüfte genau. hängt. Gut, gut so, gut so. Rechts, und von rechts, runter. Okay, und während Jimmy auch noch labert, würde ich ihn als Bonusaktion in meine Hand heben und sagen, Jimmy, es tut mir wirklich leid, aber wir müssen gucken, ob ein paar der anderen uns helfen könnten. Und ich würde mein Tales from Beyond benutzen, mhm, um meine Bardic Inspiration für einen eventuell anderen interessanten Effekt zu nutzen, ja, den ich jetzt auswürfle. Würfel doch mal. Das ist eine 4. Tale of the Runaway. Ein bläuliches Schimmern erhebt sich aus dem Schädel. Hätte ich nicht disengagen müssen, verdammt. Hättest du es als erstes gemacht. Wir können es gerne so machen, dass du anfängst, dich zu lösen, dann deine Bonusaktion. Nee, alles gut. Nee, es ist eine Reaktion. Das heißt, wenn er auf mich zukommt und mich angreift, kann ich es immer noch machen. Wobei, ich muss es eh erstmal jemandem geben. Also. Ihr hört einen leisen Chorus von Stimmen wispern, als Jimmy deinen Kiefer bewegt. Und sie liefen davon, so schnell über Stock und Stein, und hinterließen keine Spur. Und die Jäger kamen zum Stehen am eingefrorenen Fluss, wo selbst die Hunde die Spur nicht mehr finden konnten. Und sie verharrten im Schatten des Schlosses. Ihre Verfolger hatten sie abgelegt. Die Welt lag weit vor ihnen und niemand wusste, was als nächstes geschehen würde. Nicht einmal sie. Und eine blaue Aura hängt um dich herum. Das heißt, du kannst jetzt teleportieren. Nee, ich muss glaube ich, erstmal in der nächsten Runde muss ich eine Aktion nutzen, um jemandem die Geschichte zu geben. Mhm. Stimmt. Jemand anders. Vielleicht oder auch dir selber, wie es dir passt. Damit sind wir wieder bei Derwin. Ja, das Ding ist ja vermutlich immer noch da. Mhm. Und ich bin mal langweilig und versuche das gleiche einfach nochmal. Also erstmal versuche ich dissonant zu whispern. Du darfst du gerne nochmal einen weißen Rettungswurf ablegen. Eine 14, ich nehme an, das ist dann auch gelungen. Das ist sehr schade, und dann machen wir einfach die gleiche Runde nochmal. Und Lucille bekommt wieder Nebel unter den Füßen und einen Inspirationswürfel. Und alle möglichen Bilder von sie thront über Leuten, die am Boden liegen, und solche Dinge. Gut, Lucy. Fühlt sich gut an. Was tust du? Aus dem Augenwinkel siehst du deinen Schatten, der... Ich würde tatsächlich... Gesten macht wie ein Boxer. Ja, ich würde tatsächlich seitlich umdrehen zum Schatten. Wir sagen, Lucy, würdest du bitte mir assistieren und... Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich würde fragen, ob Lucy mit mir das Ding umzingeln möchte. Lucy macht so, aber dann eilt sie vorwärts und hebt die Hand, so als würde sie eine Waffe halten. Was tust du? Ich habe eine Waffe und würde mit dem Rapier einmal gegen den Geist gehen. Und ohne, dass du einen Schritt nach vorne machen musst, überträgt sich deine Bewegung sauber auf Lucys Bewegung. Ein Rapier aus Schatten entsteht in ihrer Hand und wird durch den Geist hindurchgestoßen. Dann mach doch mal einen Angriff. Das ist plus 6. Deine Inspiration. Ich nehme direkt die Inspiration, das reicht nämlich nicht. Ein W6 dazu. Dann kommen wir nämlich mit der 2 auf 14. Vorher war es 12. Das ist ein Treffer, dann kannst du jetzt Schaden zufügen. Dann darfst du einen Konstitutionsrettungswurf gegen meinen Nebel vollführen, bitte. Konstitutions gegen deinen Nebel, okay. Das, Mairi. Achso, sorry. Okay. Ich dachte, was? Oh Gott, erst gehe ich treffen. Eine 4 ist wahrscheinlich nicht genug. Yes. Nein, das ist nicht genug.
Hast du gewürfelt auf den Würfel eine 2? Eine 2 war der. Ja. Dann darfst du 2 Thunder Damage nehmen. Der Nebel ist ziemlich cool. Das heißt, du wandelst einfach die Schadensform um? Oder kommt das? Nee, mein Inspirationswürfel wird zu Schaden. Macht lustige Dinge. Zusätzlich. Verstehe. Und der macht einen zusätzlichen Angriff, wenn er für einen Angriff benutzt wird. Das heißt insgesamt 4 Schaden, 2 davon Donner. Richtig? Nee, die 2, die ich zu meinem Wurf bekommen habe, werden einfach zu dem Schaden, nehme ich an. Ah, jetzt. Die wären nicht gekommen, hättest du einen Konstitutionswurf geschafft. Und was ist das für ein normaler Schaden, den du bekommst? Von mir gibt es 11 Schaden. Uh-huh. Und genau, ich weiß nicht, was Lucy macht. Also tatsächlich gleitet Lucys Schattenrapier mit der gleichen Bewegung, die du durchführst, durch den Geist hindurch. So. Du hörst, wie ein Donnergrollen entsteht und Teile des Geistes auseinandergerissen und gesprengt werden. Und die Wunde, die dein Schatten geschlagen hat, braucht sehr viel länger, um sich wieder zu schließen, als dein Bolzen, der vorhin durchgerauscht ist. Und der Geist verliert deutlich an Materie. Die schwebenden, leuchtenden Fetzen ziehen sich zusammen und die unteren herabhängenden Teile des Geisterkörpers sind deutlich geschrumpft, während er versucht, alle seine ätherische Masse in sein Maul, den Schleier aus Haaren und seine Hände zu konzentrieren. Sehr cool. Dein Schatten fällt wieder herab auf den Boden, flach und zweidimensional, nachdem sie für einen Moment tatsächlich eine spürbare Existenz hatte und macht so ein mache eine angedeutete Verbeugung in Richtung meines Schattens. Ich klatsche im Hintergrund. Und dann gehe ich aber wieder auf Farbe 8, weil das 4 immer vor mir steht. Der Geist ist dran und gleitet vorwärts. Wer ist denn jetzt am nächsten dran? Ich nehme an, Jana ist so weit zurückgewichen, wie sie konnte. Lucille van Grischen steht ein paar Schritte entfernt. Und Darwin vor oder hinter Lucille? Dahinter. Dahinter. Ich inspiriere von dahinter. Ja. Eine 12 ist das ein Treffer. Auf mich? Nein. Dachte ich mir fast. Armor 16, das ist zu schön. Damit gehen die langen ätherischen Finger an dir vorbei und gleiten nur durch den Nebel und die Luft, ohne irgendeinen Schaden hinzuzufügen. Jana ist dran. Als Aktion gebe ich mir selbst die Geschichte, die gerade erzählt wurde. Und es ist der einzige Geist, der um uns herum ist und angreift, oder? Ja. Dann kriegt er ein Bane von mir. Er darf ein Charisma-Saving-Throw machen. Charisma ist, glaube ich, nicht seine Stärke. Hübsch. Oh, doch. Eine 17 insgesamt. Das ist die Kanne. Gut zu wissen. Dann ist er nicht gebaned. Okay. Hebt die Hände und lässt sie über den Schleier aus Haaren gleiten, presst sie gegen seine verborgenen Augen, so als wollte er sagen, ich sehe deine Magie nicht mal. Ich frage mich, was er für eine Augenfarbe gehabt hat. Du kannst dich nicht erinnern, seine Augenfarbe war hungrig. Das ist abgrundtief und erschreckend und gleichzeitig finster und strahlend hell. Und Darwin. Darf wieder. Ja. Okay, Darwin redet viel, wie man jetzt schon festgestellt hat. Und seltsamerweise scheint das jetzt nicht von ihm zu kommen, sondern von irgendwo hinter dieser Kreatur und sagt solche Dinge wie, ist das alles? Und man hört so ein ätherisches Lachen. So, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und man hört wieder so ein ätherisches Lachen. Und ich hätte gerne, dass du einen Weisheitsrettungswurf gegen menschliches Mockery machst. Eine 11. Ha! Ha! Das heißt, der Geist hat Nachteil und nimmt wie viel Schaden? 2 psychischen Schaden. Besser als nichts. Auf jeden Fall, das ist so. Möchtest du wieder eine bardische Inspiration verteilen? Den letzten hebe ich mir auf für was auch immer. Hat der nach Fisches Mockery nicht auch Nachteil oder so? Ja, genau. Sein Angriff ist mit Nachteil. Lucille. Ich schmunzel bei den Worten, die ich von Darwin aus der Umbra höre und wieder sehr kreativ, geistreich fast schon.
und ziehe mit dem Rapier. Mein Schatten ist wieder flach, ne? Der ist wieder am Boden. Ja, als du mit dem Rapier es aber hebst, fängt sie wieder an, deine Bewegung nachzuahmen. Ja, dann bleibe ich in Angriffsreichweite, gehe aber seitlich von dem Geist, damit sie ebenfalls Platz hat zuzuschlagen und steche mal Richtung Maul rein und gucke mal, ob sie das wieder echot. Normaler Schatten Angriff. Wiederholt die Geste ebenfalls, erhebt sich schön in die Luft. Und diesmal Konstrukt, als du seitlich gehst, verschwindet sie kurz, weil sie wirklich zweidimensional ist. Und danach siehst du sie von der anderen Seite. Eine schmutzige 20. Hervorragend, das ist ein Treffer. Yes. Und dann machen wir nochmal Schaden. Das sind allerdings nur 7 diesmal. Wieder reißt dein Schatten ein gutes Stück aus dem Geist heraus und einer von den Armen wird deutlich kürzer, als ihm Material fehlt und er versucht es wieder gut zu machen. Er presst dann diesen Arm in seinen Körper hinauf, sodass das Gesicht wieder größer wird und der Schlund sich öffnet, als die Finger sich um den Kiefer legen und jetzt nur noch einen Arm sich streckt und versucht nach dir zu greifen. Hat natürlich Nachteil, aber er versucht sich vorwärts zu werfen. Die Hand greift nach dir, nach deinen Augen und nach deinem Kopf. Und du machst mal einen Charisma-Rettungswurf. Und ich würde mein Dumpstead. Den Spott, den der Geist abbekommen hat, so inspirieren, weil das ja kein aktiver Angriff von ihm ist, sondern du dich verteidigst, dass du mit Vorteil würfelst. Und das ist nett, aber wir haben auf Charisma minus 1. Das heißt, okay, gut, durch den Vorteil habe ich aber eine 1 gewürfelt. Das ist eine 0 bisher. Und der zweite ist eine 16, bin ich auf 15. Die Hand gleitet in dich hinein. Und dann mit einem Gefühl, wie als wenn jemand eine Bogensehne gegen deine Haut schnalzen lässt, kehrt dein Schatten zu dir zurück, legt sich einmal gänzlich schwarz, ohne irgendwelches Schimmern, ohne Tiefen oder Höhen, sodass du auf einmal für die beiden anderen auch zweidimensional aussiehst um dich. Und der Geist weicht mit einem Kreischen wieder zurück. Der Schatten perlt zu Boden und bildet wieder ein Echo deiner Bewegungen. Lucy bleibt immer bei mir. Abgewehrt hast. Gut. Jana. Ich hebe Jimmys Schädel in meine Hand und ihr hört, wie Jimmy anfängt zu sprechen und sagt, wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Stück für Stück. Und dann fängt das Gebiss von Jimmy einfach nur an zu klappern, als würde er lachen. Und wir wirken Tashas Hideous Laughter auf ihn. Er darf einen Wisdom Saving Throw machen. Es sei denn, er hat eine Intelligenz von 4 oder niedriger. Warte, das glaube ich nicht. Er hat eine 1 gewürfelt bei seinem Rettungswurf. Das war fand auch ein guter Witz. Geist ihn so witzig, dass er sich jetzt krümmt vor Lachen und er ist prone und incapacitated. Das ist gruselig als vorher. Der Mund wird immer größer, stülpt sich, der Rest von dem Geist fließt regelrecht in dieses Maul hinein und ihr seht die zahlreichen kleinen Gestalten, die in diesem Abgrund, in diesem Schlund sich winden, ebenfalls lachen und ihre Arme ausstrecken. Und das Ganze schwebt in einer flachen Wolke jetzt über dem Boden, windet sich und dreht sich chaotisch. Derwin, was möchtest du machen, nachdem der Witz von Jana den Geist in eine brodelnde Masse aus lachenden Mündern verwandelt hat? Der Geist ist quasi zwischen uns und unserem Ziel sozusagen. Also das mal so der. Könnte man an dem Geist jetzt vorbeigehen? Das könntest du, ja. Dann würde ich das tun und versuchen, von innen zu holen, was auch immer wir holen müssen. Die Tür öffnet sich tatsächlich problemlos und dahinter siehst du einen kleinen Raum mit Bänken an jeder Seite. Hinten steht auf der Bank eine Urne, dahinter ein sehr stark verblasstes, gesticktes Bild an der Wand, das einen ernst dreinschauenden Mann mit hochgesteckten Haaren und einer Kappe zeigt, der eine Schriftrolle in der einen Hand hat. Und rechts und links auf den Bänken sind verschiedene Gaben aufgestellt. Da sind bronzene Gefäße, da sind hohe, schlanke Flaschen, kleine, aus Ton geknetete Gestalten von Leuten, die Schreibpulte vor sich haben oder Waffen in den Händen tragen. Und dort ein Jadestück, ungefähr so lang, mit Golddraht umwunden und Zeichen eingraviert. Dann schnappe ich mir doch unser das Ding. Du schnappst dir das Ding. Lucille,
Derwin ist tatsächlich einfach in das Grab hineingelaufen und ignoriert den Kampf. Gute Sache, das hatte ich ein bisschen gehofft. Und vor mir liegt eine wabernde, lachende Masse aus Zähnen und Maul. Mhm. Ich schau kurz zu Jana. Machen wir das Ding fertig oder gehen wir mit dem... Bitte? Ich bitte drum. Ausgezeichnet. Dann steche ich mal von oben herab ein auf das Ding. Auf den Geist, nicht auf das Ding. Das Ding hat Derwin hat das Ding. Genau. Ich steche aus das untote, geisterhafte Ding ein. Mhm. Mit Vorteil? Weil er liegt, oder? Weil er liegt. Wenn du direkt daneben gehst, ja. Ja, ich bin ja schon die ganze Zeit im Nahen. Du hast immer so 10 Fuß Abstand halten können, weil dein Schatten für dich Distanz übersprungen hat. Ach, durch den Schatten. Ah, ich verstehe. Das hier ist ja nett. Dann würde ich hin und einstechen. Mhm. Und schon wieder, der erste Wurf wieder eine 1. Okay, der zweite ist eine 17, eine 11 plus 6. Ja. Das ist ein Treffer. Dann und dein Schatten hebt neben dir ebenfalls die Waffe und sticht zu. Und dann machen wir gemeinsam, diesmal eine 6, das sind 10 Schaden. Gut, du zerreißt einen guten Teil davon und es bleibt nur etwas, was tatsächlich fast an einen menschlichen Mund erinnert. Ein Auge und ein wirrer Haufen Haare, die umeinander kreisen. Lachen, nicht aufhören können zu lachen. Er darf den Wisdom Save jetzt auch machen nach dem Angriff. Ja. Mhm. Mit Advantage sogar. Eine 2 und eine 5. Das schafft er nicht. Dann würde ich mich entfernen wieder von dem Ding, weil es ja lacht. Und heb meine Armbrust wieder auf, weil ich ja weiß, dass der dann gleich rauskommt. Und Jana ist dran. Er dürfte theoretisch auch nach seinem Zug auch nochmal eine Wisdom Save machen. Aber nicht mit Advantage. Wenn ich ganz korrekt bleiben will. Genau, eine für den Angriff und eine danach. Eine 20, eine Dreck. Eine 20, dann möchte ich bitte als Reaction Silvery Barbs zaubern auf ihn. Und er darf diesen Save direkt nochmal machen. Eine 11. Das schafft er nicht. Und dann... Jemand anders kriegt Vorteil. Das heißt, silbern aufgelehnte Schriftzeichen erscheinen um dich herum. Danke. Fliegen. Hör bloß nicht auf zu lachen! Der Witz war gut. Geist und Lucille zu. Och, und was bitte machst hör auf du zu lachen. Dann, das war ja nur deine Reaction. Das war nur meine Reaction. Dann, ja, das ist eine gute Frage. Der lacht also fröhlich vor sich hin. Ich würde auch ins Grab reingehen. Dann siehst du Derwin stehen mit einem Jadestab in der Hand. Sehr gut. Dann würde ich wieder rausgehen. Weil er hat ja alles, was wir brauchen. Ja. Blöde Zwischenfrage. Wir sollten nur das Ding mitnehmen? Ja. Ja. Ja, habe ich doch richtig in Erinnerung. Gut. Derwin wieder dran und Jana hat mehr oder weniger die Tür aufgemacht, dich gesehen, genickt, sehr gut gesagt und ist dann, hat sich dann umgedreht die Tür offen stehen lassen. Der Schädel an ihrer Hüfte klappert leise und sagt, ja, gut. Ja, dann renne ich raus. Die Schädel, die überlassen das offensichtlich einfach dir. Die haben das Ding besorgt, sind weggegangen. Nein, ich bleib schon hinter ihr stehen so. Mhm. Ja, und sag, genau, ja, du zeigst, dass du das Ding hast, alles klar. Ja. Es war weniger beunruhigend, als es nicht gelacht hat. Ausgezeichnet. Da ist nur noch ein lachender Mund und ein paar Augen. Mhm. Und Jan hat gesagt, wir machen das Ding fertig. Das heißt, dann würde ich meine Action Search nutzen, um meine Armbrust nachzuladen und mit meiner anderen Action dann abzufeuern auf den Boden, wo das Maul sich bewegt, sozusagen. Mhm. Gut. Ja, ich würfel eine 9 plus 8, eine 17. Das ist dein Treffer. Und ich mache den Höchstschaden, ein W10 sind 14 Schaden. Nice. Du zerschlägst die Reste von diesem Geist. Und die einzelnen Funken davon sinken zu Boden. Sehr gut. Freunde. Dieses Lachen werde ich noch sehr lange hören. Ja, das freut mich. Ich werde diesen blöden Witz nicht aus dem Kopf bekommen. Ach, das freut mich auch. Er ist großartig, oder? Stück für Stück. Ein Kommt Wind mal gut. Geht durch den Garten und kleine Glocken, die an den Gräbern und an den Bäumen hängen, klimpern für einen Moment. Der ist Derwin wieder umgeben mit dem schimmernden Scheinbild von einem dieser schwebenden Untoten.
Dann habt ihr kurz das Gefühl, dass ihr doppelt seht, denn unten am Fuß des Hügels schwebt ebenfalls einer von denen. Von euch gesehen hinter Derwin 100 Schritt den Hügel hinunter oder mehr. Unser Klient sein könnte auch jemand sein, der uns verpetzt. Arme vor dem Körper verschränkt. Kommt zwangend leise hin und her. Dann schwebt er hoch, wieder abwärts, tippt mit den Zehenspitzen einmal kurz auf und wieder aufwärts und bewegt sich so fast wie wenn jemand ein Spielzeug immer mal wieder auf den Boden auftippt und hochhebt auf euch zu. Honglu, wir bringen euch nach Hause. Die Gestalt bleibt 20 Schritt von euch entfernt in der Luft hängend stehen, dreht den Kopf langsam hin und her und ihr seht dahinter das totes, graues Fleisch hinter dem Schleier und den Perlen, die von dem Hut herabhängen, die hin und her klappern. Nach Hause in Frieden. Jimmy, kannst du übersetzen? Es ist keine Sprache, er macht nur Geräusche. Okay. Das ist die meiste Zeit, was du auch machst. Streckt einen Arm aus, so gut er kann. Der Ellenbogen scheint sich nicht strecken zu lassen und deutet auf sein Grab. An einen besseren Ort, Honglu. Gehen wir, bevor die Kavallerie anrückt? Ja, gute Idee. Ich hätte von dir gerne mal einen Wurf auf Überzeugen. Mir? Ja. Persuasion. Mit Nachteil, weil du seinen Namen falsch rum aussprichst. Hulong, long, hulong. Das ist eine, mit Nachteil, beides dasselbe, eine 11 jeweils, zweimal eine 10 gewürfelt. Lohongs Leichnam, schwebend mit steifen Gliedmaßen, bewegt sich plötzlich überraschend schnell auf euch zu. Ich hätte von dir gerne mal eine Initiative, um zu schauen, ob es schneller ist als du oder nicht. Das ist eine 21. Du bist deutlich schneller als er. Er bewegt sich in diesem seltsamen, hüpfenden Schweben auf dich zu, die Arme ausgestreckt, den Kopf gesenkt. Du siehst die leeren Augenhöhlen dahinter und das verfolgte Fleisch rings um die Zähne. Und was tust du, wenn er auf dich zuschwebt? Weiche zurück und sag, Derwin, zeig ihm das Ding. Also ich weiche zur Gruppe und würde auf Dodge gehen, wenn er mich angreifen will. Also ich will nicht töten, ich will nicht angreifen, will nicht verletzen, aber ich würde Dodge-Action vorbereiten, falls er mich anfassen will. Und schreit zu Derwin, dass er das Ding zeigen soll. Ich würde das Ding zeigen und dann meinen letzten... Gib mir meine Initiative. Du bist ziemlich sicher schneller als der Jiangxi, als Herr Lu. 19. Ja. Und zur Sicherheit einfach auch noch von Jana. Je nachdem, 20. Ding-dong. Gut. Und ich würde mal meinen letzten First-Level-Spell-Slot verbrennen, um den Zauber Silent Image zu wirken und eine quasi Rekreation der Szene in diesem Taverne. Wenn ich sagen, Taverne mit dem, also von seiner Nachfahre. Er hält tatsächlich inne, als er sieht, wie Lu Angai mit euch redet und bittet, seine Grabbeigabe zu bringen und scheint zu zögern. Jana, was willst du tun? Ich, diese illusionäre Situation erscheint. Ich würde tatsächlich mich vor Lucille stellen. Ich weiß, sie ist nicht die Beste im Sprechen, aber wir sind wirklich für euch hier. Wir wollen euch helfen, euch aus diesem Ort rausbringen und zu eurer Familie bringen. Was ich gesagt habe. Du darfst deinen Wurf auf Überzeugen mit Vorteil machen. Yeah. Unterstützt durch die Theaterszene von Derwin. Oh Gott sei Dank, das erste war eine 4. das ist ziemlich gut, das ist plus 7 sind 23. Boah. Zeige hilfreich auf den Wegweiser, den du ja noch um den Hals hast. Gute, klappt langsam einen Arm, dann den anderen Arm vor den Körper, halb ausgestreckt, schwankt leicht hin und her und weicht dann zurück von euch. Unten am Fuß des Hügels seht ihr weitere Gestalten im Nebel auftauchen. Die hüpfend, schwebend mit ausgestreckten, verkrümmten Armen. Wie kommen wir am besten an den einen vorbei? Der Webel wispert, hier entlang. Oh, danke. Ich würde dem Nebel folgen. Ja, folgen wir dem Nebel.
Dem guten Nebel. Dem Nebel. Und ihr seht immer wieder den, so das Echo von einer laufenden Gestalt im Nebel mit langen, schwebenden Kleidern und mit einer Krone auf dem Haupt, die sich dann fürs Gesicht, die ganze Gestalt ist jetzt sehr viel klarer auszumachen als vorhin noch. Ein tatsächlich hübsches Gesicht mit großen Augen, das sich zu euch umdreht. Ihr seht die Malerei von einer Blüte auf der Stirn, eine Hand mit langen Fingern, die Gesten macht, euch zu folgen und das Wispern von zahlreichen Seidensäumen, die übereinander über unsichtbaren Boden streifen, bis ihr wieder zwischen den hölzernen Gebäuden seid, die um euch ächzen und knirschen. Und ihr hört in der Ferne auch, wie mehrere von ihnen auseinandergerissen werden und dieses Krick, wenn immer wieder Stiefelspitzen hinter euch auf dem Boden schleifen. Folgen wir der Hauptstadt? Ist der Nebel immer noch vor uns? Sie oder ist... Mhm. Okay, sie dann, läuft immer noch dort. Dann folgen wir ihr bis zu unserem Eingang sozusagen. Und hin und wieder bekommt ihr die lange Sicht eine Straße hinunter, die nicht sofort wieder eine Biegung macht. Und seht dort die schwebenden Toten, die auf euch zueilen. Zu eurem Glück sind sie ausgesprochen langsam, während ihr rennt, so schnell ihr könnt. Und dann seid ihr auf einer tatsächlich prachtvollen, breiten Straße, die von einzelnen Säulen und Statuen dergleichen gesäumt wird, die vom Zentrum der Stadt zu dem Ausgang führt, der Mühe hat zu existieren, habt ihr den Eindruck. Das Tor wabert und flackert und am Ende dieser Straße seht ihr eine Prozession, die sich langsam nähert. Und umgeben von schwebenden, toten Gestalten, die die Arme ausgestreckt haben wie ein wirrer, abgestorbener Wald, schreitet eine hochgewachsene Frau mit Haaren, die mit einer Krone verwoben sind, zu einer schwarzen Wolke über ihrem Kopf und in langen, goldbestickten Gewändern, die mit einem beschrifteten Täfelchen in den Händen langsam auf euch zuschreitet. Noch ist sie ganz am anderen Ende dieser Passage. Und hinter ihr ist sozusagen der Ausgang? Nein, der Ausgang ist rechts von euch und sie kommt von links. Ah, sie kommt von links. Okay. Sollte nicht Mutti abwarten. Ja, ich würde mich bei der Fürstin bedanken. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde eure Geschichte in die anderen Welten weitertragen. Wenn wir eine Möglichkeit finden, den Traum zu beenden, kehren wir zurück. Einen ersten Schritt habt ihr getan. Ich kann mich nun in den Traum bewegen, da einer meiner Wünsche erfüllt wurde und ihr eine der Seelen hier zur Ruhe bettet. Sie deutet auf den Jadestein in euren Händen. Und nun geht, bevor eure Helfer das Tor nicht mehr länger aufrechterhalten. Sie ist die Fürstin, sie hat recht. Ich würde uns allen einen kleinen 30-Fuß-Boost geben, indem ich die Geschichte der Fliehenden anwende und uns allen eine Reaktion gebe, um uns 30 Fuß nach vorne zu teleportieren. Mit einem geisterbehaften blauen Aufblitzen und den Worten und ihre Verfolger verloren den Blick auf sie, als sie um die Ecke eilten, die für einen Moment in der Luft hängen, steht er direkt vor dem Tor. Sehr große, schwarz beschuppte Finger legen sich von draußen um den Torflügel und öffnen ihn langsam. Vielen Dank! Als sie hinauseilt, lasst diese Finger los, die aus dem Nebel hervorragen, mit einem Handgelenk, um das ein breites, goldenes Armband liegt, das groß genug ist, dass man als Mensch aufrecht hätte hindurchgehen können. Mit einem Krachen fällt das Tor hinter euch zu, die Hand versinkt langsam wieder im Nebel und das Tor verschwindet ebenfalls. Ich würde das Jade-Amulett wieder rausholen und nutzen, um uns zurückzubringen. Ich werde meinen Gefallen einfordern, meine Lieben. Meldest dich. Bleibt aufmerksam. Okay. Danke. Aufmerksam. Der Jade-Anhänger bringt euch tatsächlich sicher zurück zu der windschiefen Taverne, wo eine Frau sitzt, die euch vage bekannt vorkommt, mit einem silbernen Streifen in den Haaren, die leicht vornübergebeugt an dem Tisch sitzt und dann überrascht aufschaut, als sie euch sieht. Sie steht auf, schiebt ihren Stuhl zurück. Die schwer verschleierte Gestalt hinter der Theke sieht ebenfalls hoch, soweit ihr das sagen könnt. Und greift schweigend zu mehreren Bechern. Devin? Guten Abend. Überreiche den. Ihr seid wahrlich zurückgekehrt. Das ist nicht ein Problem. Jedes Mal, dass die Nebel zurückgekehrt sind, bin ich ebenfalls zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass es vielleicht, dass ich euch nicht in den Tod geschickt habe. Wie lange waren wir weg? 30 Jahre. Und 2 Monate.
Tut uns leid, aber die kommenden Jahre werden dafür gute Jahre für euch. Der Ben hat... Diese Reisen durch die Plains. Der Ding. Der Ding. Danke. Und natürlich das Gold. Ich habe das Glück gehabt und habe es genutzt und gut anlegen können, sodass eure Belohnung auch deutlich höher ausfällt, als wir sie ursprünglich besprochen hatten. Oh, Dividenden. Sehr großzügig. Vielen, vielen Dank. Und Lucilles Schatten nach dem Hintergrund. Oh, Lucy! Ach, Lucy ist noch da. Ach. Gut zu wissen, dann sollte ich meine Hände bei mir behalten. Oh, tatsächlich. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir unseren kleinen Ausflug in die Domänen des Schreckens. Wir haben einen Besuch in Ikath gemacht. Ah! Oder Ikath, wie man sehr schön sagen will. Eine, ihr seid nicht in den Traum gegangen, das war aber in 2 Stunden Spielzeit vielleicht auch ein bisschen eng, das noch unterzubringen. Wenn man einschläft in Ikath, wie es dem armen Guo Bang geschehen ist, dann landet man in einer absolut von der Herrscherin kontrollierten, idealisierten Version der Stadt, in der alle Leute auf ewig zu Arbeit gezwungen werden, alles zu polieren und aufrechtzuerhalten und schöner zu machen. Das findet sich, diese Domäne, recht gut ausgearbeitet in dem Pfannenrichtungsratgeber zu Ravenloft. Und mehr oder weniger alle Illustrationen, die es zu Ikath gibt, findet ihr, seht ihr hier schon im Layout. Oder wie vorhin bei der Beschreibung von Jian Jiang, der Herrscherin über Ikath, Still Another One sagt, diese Beschreibung, ich sehe sie praktisch vor mir. Ja. Man sieht auch den hüpfenden Geist. Ja. Man sieht den Jiangxi, den hüpfenden Vampir. Aber man hat auch alle nicht abgebildeten Beschreibungen wunderbar wieder gesehen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, ich hatte sehr viel Spaß mit eurer Runde. Und naja, Jana, Lucille und Derwin haben auch einen Pakt gemacht mit einer von den Mächten. Es ist nicht festgelegt im Ratgeber, wer diese Globulen erzeugt und aufrechterhält und aus welchen Gründen heraus. Und einer von diesen Wesenheiten seid ihr vielleicht begegnet und sie hat euch eure noch weitere übernatürlichen Fähigkeiten gegeben. Es gibt nämlich auch diese Dark Gifts, diese dunklen Gaben, die ihr bekommen könnt. Und Derwin hat ein anderes Aussehen, eine andere Identität und kann sich, wenn er will, oder wenn Glocken läuten, unfreiwillig in einen Jiangxi verwandeln. Jana fügt mit ihrer bloßen Berührung nekrotischen Schaden zu. Autsch. Und Lucilles Schatten macht sich eigenständig. Lucy! Hast du die ausgewürfelt oder hast du sie uns zugeteilt? Ich habe sie euch zugeteilt. Das ist so cool, weil ich habe überlegt, ob ich Echo Knight nehme. Aber das ist ja in der Homebrew-Dings von Kickroll. Aber ich finde dieser zweite Kämpfer, der sich aus einem rausschält, also so unabgesprochen, sau gut. Ich fand einfach, das passt zu der. Ja, die waren echt cool. Ja. Zu der Kämpferin, den Geist, der extra zuschlägt. Und sehr cool. Dass die Untote, also die wirklich Untote, die Wiedergeborene mit ihrer Berührung Leuten das Leben aussaugt. Ups. Dass der Barde, der ja auch Illusionen kann, eine Illusion ist. Es war mir eine Freude. Wir schalten jetzt quasi dazu um, dass Nico noch dazu kommt. Und dann mit euch noch ein bisschen plaudert über die Charaktere und über Ravenloft. Während ich mich aus dem Stand mache, weil ich leider noch einen anderen Termin nicht habe. Einer ist Ellie die Nächste. Ja, also das Nico, wenn du dazu kommen magst, dann komm bitte nun dazu. Nico. Aber vielen Dank schon mal. Vielen Dank. Ja, cool. Genau. Vielen Dank an Bananepic von Orkisch im Geschmack. Oder Orkisch, wie hier auch. Orkisch im Geschmack. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt ausdrücken soll. Und die solltet ihr natürlich auch sehen und folgen und zuschauen. Wir sehen Indy. Nein. Indy folgt nicht. Die sagt nein. Indy hat auf etwas rumgekaut, auf dem man nicht rumkauen sollte. Ja. Eine zum Glück leere Pillenpackung. Die muss irgendwo runtergefallen sein. Ups. Ja, vielen Dank natürlich auch an Ben, den man bei Ben and Paper findet, der im Layout jetzt gerade durch Nico verdrängt worden ist. Aber ich Entschuldigung. Gehe raus. Und Ben and Paper, da bin ich zum Beispiel am Donnerstag. Ich muss dir noch ein paar Infos, wie mein Lieblingssong aus den 90ern
schicken, damit um den Charakter rund zu machen. Ja, sehr geil. Und natürlich vielen Dank an Erik, der nicht selber streamt, sondern einfach, weil er Bock hat, bei uns regelmäßig mal mitspielt. Sehr gerne. Auch das sei bedankt. So, ich klinke mich aus und mach mal den Stream aus, Nico. Dann mache ich ihn gleich wieder an. 3, 2, 1, klick.